Genau. Eigentlich. Ja, da ist es. Da ist es. Da ist es, das Spiel. Endlich. Also, Navi auf der T-Seite, auf Overpass. Ihr wisst alle selber, das ist eine ziemlich lastige Map. Deswegen würde ich mich. Ah, da war Starix noch dabei. Klar. Also, ich würde mich jetzt nicht drauf verlassen, dass Navi so viel am Anfang schafft. Oh mein Gott, Maikelele startet gleich mal mit dem Overdrive. Afterburner ist eingeschaltet, sie ist auch schon unten auf 15. Das ist der Start, den NIP sich natürlich gewünscht hat. Und er hat nicht mal das Logo dabei. Also, no. Ja, also ich meine, was will man tun, wenn man Navi ist? Man versucht auf B-Rush zu machen und dann kriegt man 5 Headers. 5! Nicht 1, nicht 2, nicht 3, nicht 4, sondern 5! Die können alle. Eieiei, also das war mega krass. Das war mega krass. Danke, Games of Future. Das ist mal Kritik, mit der kann man leben. Da kann man auch was mitmachen. Keine Sorge. Auf Englisch wird da erstmal eine Zeit lang nichts mehr passieren. Aber wir bleiben im Spiel und zwar Navi jetzt mit dem Deagle Force-Buy. Natürlich haben sie die Bombe nicht geplantet, also kein Grund zu saven. Edward versucht da was ein bisschen rauszuchecken, damit sein Teammate Guardian dann von hinten den Kill macht. Aber die CTs ziehen sich zurück. Gute Entscheidung für ein NIP, da wäre ein bisschen zu viel Action gewesen. Und ihr wisst alle selber, dass die Deagle in den Händen der Ukrainer, hauptsächlich Ukrainer, jetzt wieder durch Simple. Flamey natürlich der Russe, ich will ihn jetzt da nicht flamen. Aber ich sage einfach mal Ukrainer zu Navi, ich denke, da hat auch im Chat niemand was dagegen. Deswegen die Deagle in deren Händen ist ja krass, muss man immer auf dem Bildschirm haben. Und ja, jetzt surft sich Edward da erstmal rein, bisschen Straving, bisschen Quake-Action. Und da ist Maikelele schon down. Schöner Entry für Edward, aber die CT ist mit dem Trade und damit ist die terroristische Aggression erstmal ein bisschen verlangsamt worden. Nicht wirklich gestoppt. Also sie stehen noch vor A. Sie wollen jetzt aber eigentlich erstmal nochmal einen Kill ziehen, bevor sie draufgehen. Das macht NIP gerade ganz gut, dass sie sich nicht zeigen. Get right mit der Flash, aber Simple ist da. Also kein Header gegen Forrest. Der war schon unten auf Low HP. Get right jetzt ein bisschen bedrängt, aber Flame geht gleich down. Und Doom-P ist mega stark. Du kannst halt einfach die ganze Zeit moven und schießen gleichzeitig. Und das macht es relativ easy, gegen die Deagles dann noch den Kampf zu gewinnen, obwohl man natürlich relativ viel frisst, wenn man von der Deagle getaggt wird. Die CTs jetzt natürlich auf der Rotation. Ich heraus versucht man, die Bombe zu planten. Das siehst gleich hier am Spot. Und die Deagle Guardian hinten dran noch ein Auge auf den Rücken gehalten. Jetzt müssen die CTs gleich raus. Da, Get Right geht down gegen Seas. Exist mit dem Trade und jetzt Exist ganz nah bei Freiburg. Die müssen jetzt natürlich zusammenarbeiten. Navi hat noch 2 Spieler auf kurz. Guardian ist einer davon. Der baitet erstmal ein bisschen raus. Simple zeigt sich. Das ist jetzt das Problem für Navi. Exist ist schon am Defusen. Freiburg kriegt den letzten Kill. Das war auch richtig knapp. Exist hat 99 Damage bekommen und Freiburg war nicht zu weit weg. Also, er war gegen 2 Deagles unterwegs. Das ist wirklich nicht gerade stark von NIP gespielt hier. Also, das war richtig schön Damage erstmal von Navi ausgeteilt und natürlich den Bombplan da auch noch. Und zusätzlich, ja, ich mache mich mal ein bisschen lauter, dann könnt ihr einfach generell Twitch ein bisschen leiser machen. Darf euch natürlich jetzt nicht die Konsole zeigen, sonst könnt ihr die IP sehen und dann DDoSen und so weiter und so fort. Also, jetzt erstmal noch gut gerettet von NIP, das war richtig knapp, ein bisschen knapper als sie es sich hätten wünschen können. Und wahrscheinlich auch gewünscht haben. Und Navi hat jetzt ein bisschen Momentum auch bekommen. Mit dem Bombplant gehen sie nochmal in den Bar. Jetzt schauen wir uns mal das Money an. Ja, sie kriegen gerade so. Also es reicht auf der T-Seite natürlich. Es wird nicht der stärkste Bar in der dritten Runde. Aber sie wollen jetzt einfach den Druck bei NIP hochhalten. Sie wollen jetzt ein paar Kills ziehen. Mal schauen, was da so passiert. Vielleicht nochmal ein Bombplant. Ja, das wäre natürlich genial für Navi. Und die kommen richtig, richtig nah und gefährlich an die A ran. Get Right hat... Ja, er weiß zwar, dass jemand lang ist, aber er hat keinen Kill bekommen. Und das ist jetzt richtig scheiße für NIP. Maikelele, aber mit dem Double Kill kriegt nicht den letzten. Und die CTs haben Forrest, kommt von hinten rein. 2 gegen 3 jetzt für NIP. Und Navi ist nur noch mit Simple, also nachdem Exist mit dem Kill reinkam gegen Flamey. Simple nimmt noch einen raus. Und wieder
viel Damage auf der Seite von Navi. NLP mit den Rifles ziemlich gestruggelt. Also dass Getright mit dem Spray da gar keinen bekommt, war schon mal ziemlich komisch. Und Mekelele auch nicht gerade zu hart unterwegs da vom Truck. Und da ist auf jeden Fall Verbesserungspotenzial bei NLP, aber wir wollen jetzt da mal nicht zu viel reininterpretieren. Navi hat eine Galil mit dabei, sie haben nicht viel Equipment, sie müssen jetzt wirklich schauen, dass sie den ersten Kill sofort kriegen. Und Mekelele ist so die mobile Decoy, der Information-Sammler, ja, der Spion. Auch wenn er nicht hinter den Reihen der Gegner ist und jetzt wird er natürlich noch... Oh, er kommt nochmal weg mit 8 HP. Krass für ihn, weiß nämlich schon 4 gegen 5 ist und... Das Problem für NIP ist, sie wissen jetzt nicht genau, was passiert außerhalb unserer Position. Sie haben keine Informationen. Navi kann sie zeigen auf B, sie können eine Rotation triggern, sie können auch wieder auf A gehen und sie haben super viel Map Control schon. Das ist ziemlich schwer jetzt für NIP, da den richtigen Guess zu machen. Sie haben 4 Leute auf B geschoben, das war falsch. Navi hat da 2 Leute steppen lassen, ein bisschen rumgeballert und schon sind die CTs komplett auf der falschen Fährte. Schaut euch Guardian an, wie er durchsneakt. Der hat alles im Griff. Mekelele ist komplett rüber rotiert. Und selbst wenn er jetzt ankommt, was soll er denn tun mit seinem 8 HP, ja? Soll er schreien? Soll er sich groß machen wie ein Löwe und sagen, nein, ich bin viel stärker. Ich bin eigentlich gar nicht Mekelele, der schon getaggt wurde von euch und ihr wisst das. Nein, ich bin ein anderer. Und natürlich geht er da nicht mehr rein. Getright bleibt auch defensiv. NIP will ihre Waffen in die nächste Runde bringen. Und das ist Navi. Die haben die CTs jetzt runtergespielt über die letzten Runden. Natürlich, Piste war noch flawless. Das war richtig nicer Start für NIP. Aber dann die Runden, die haben es gebracht für Navi. Das Geld auf CT-Seite richtig low. Und deswegen müssen die so schnell in den Safe gehen. Die rechnen jetzt sogar noch damit, dass sie vielleicht noch 1-2 Waffen verlieren könnten in dieser Afterplan-Situation. Und sie will selber nicht die AK abgeben. Vor allem eine AK an die CTs abzugeben, ist immer so ein bisschen... Also es ist jetzt nicht ein krasser Fehler, ja, aber es ist so ein bisschen... Ah, jetzt haben die diese ein Headshot-Kill-Waffe plötzlich von uns bekommen. Und das kann ein Problem werden, natürlich. Muss nicht, kann. Und jetzt Navi mit den Waffen, die sie davor schon hatten, brauchten nichts nachkaufen. 5 Leute rübergekommen in die nächste Runde. Das heißt, sie können den Druck immer noch weiter halten. Während Mekelele auf die Awe schon geht. Und er geht die gleiche Position wieder an, die er vorhin mit der Tech-9 angespielt hat. Die T ist schon vorbereitet, flashen ihn ab. Machen den Druck hoch auf A. Und die CT ist schon am Aufgeben, mehr oder weniger. Mekelele will aber noch bleiben. Forrest wollte eigentlich schon weg. Mekelele sagt, nee. Dude, bleib mal noch kurz hier. Ich habe da was gesehen. Ich habe da was... Irgendwie kitzelt's mich, ja? Mich kitzelt's gerade so im Finger. Und jetzt push mal vor. Forrest macht das auch noch richtig schön jetzt. Bisher müssen aber aufpassen. Unten ist Simple drinnen. Während 2 Terrors auf B ein bisschen Stress gemacht haben. NIP natürlich jetzt nicht zu gestresst davon, weil sie 2 Leute in den Stairs drin haben. Das ist einmal Exist vor B und einmal Forrest in den Stairs selber. Das heißt, NIP kann richtig schnell rotieren, deswegen auch noch keine Reaktion von ihnen. Obwohl die Ts alles mögliche schon... Oh, und Simple checkt die falsche Corner. Forrest mit dem Spray von hinten. Die CTs denken jetzt natürlich, da könnte noch mehr nachkommen. Forrest checkt das. Niemand unten. Und jetzt splitten sich die CTs natürlich. Und Forrest mit dem Laufweg. Der geht ganz hinten durch. Die Ts werden das auf keinen Fall auf dem Schirm haben. No way, dass sie das erwarten von Forrest. Was macht er jetzt? Geht nach oben. Während die Terrors von lang den Execute anspielen. Mekelele ist in der Bank. Ein Teammate ist auf jeden Fall noch mit ihm dabei. Getright ist noch close. Also die CTs sollten hier relativ gut gegenschießen können. Edward mit der Galil nicht gerade die beste Waffe. Getright in der Ecke, aber Edward mit dem Spray. 4 gegen 4. Guardian mit noch einem. 4 gegen 3. Die Ts mit einem guten Hold. Jetzt müssen sie nur noch blenden mit 10 Sekunden auf der Uhr. Die CTs kommen jetzt von hinten rein. Forrest hat den ersten. Flamey geht down. 3 gegen 2. Jetzt Exist kommt zurück. Was war das für ein Lag bei? Das war Seize, der darum geleckt ist. Und Guardian kriegt den Kill. 2 gegen 1. Exist ist ganz alleine. Er pusht trotzdem rein. Und Seize hat ihn gedeckt. Richtig schön von Guardian und Seize. Mann. Und sie kriegen die Awe auch noch. Das ist richtig, richtig schlecht für NIP jetzt. Schaut euch das Geld an. Mekelele hat genug. Der Rest muss auf jeden Fall saven und Mekelele kann ein paar Pisses droppen. Natürlich will er nächste Runde eine Awe haben. Und nachdem sie erst 2 Runden verloren haben,
Ja, genau so heißt es. Geloost. Ja, kann man natürlich sagen, Loser-Bonus ist jetzt nicht so mega krass, deswegen sollte er eben aufpassen, dass er nicht unter die 3000-Marke fällt, sonst hat er vielleicht noch eine Ave und Armor, aber halt keine Grenades. Und wir haben eine Pause, wen wundert's? Irgendwas passiert, ich habe schon gesagt, Zeus hat ein bisschen komisch rumgelaggt, ich habe jetzt gar nicht auf seinen Ping geachtet. Ja, natürlich sind die Pings jetzt nicht so geil für ihr Navi, aber das liegt natürlich daran, wie sie wohnen. Der Guardian ist übrigens gar nicht in der Ukraine, oder zumindest normalerweise, also irgendwie pendelt er so ein bisschen hin und her, deswegen. So, jetzt schauen wir mal, was kann Navi machen, oder was macht NLP besser gesagt, weil was kann Navi machen, die können gerade alles machen. NLP auf der anderen Seite haben kein Armor, sie stellen eine kleine Falle auf B kurz, mit Get Right Close und Exist, der so ein bisschen ablenken soll, Freiburg wäre dann noch da, um paar dumme Jumpshots zu probieren, aber es ist ja CSGO, könnte immer funktionieren, weiß man nie genau. Und jetzt kommt es natürlich drauf an, was ist hier macht. Getright kommt gleich mit rein. Sie weiß schon da. Oh oh. Und ist down. Nice von Napi. Ja. Der Navi. Nicht so nice, aber nice von NIP. Mann, die beiden Namen, ey. Wer hat sich das ausgedacht? Hätten die nicht sagen können, okay, es gibt schon ein Team, das heißt so ähnlich. Nennen wir uns mal anders. Nee. Natürlich nicht. Keiner denkt an die Caster, wenn er seine Teams benennt. Finde ich schon mal RIP. Get right mit der 5-7, noch close am Smoke. Er weiß natürlich, dass wahrscheinlich noch jemand die Waffe bewacht. Das ist Flamey. Und ich wundere mich, warum NIP jetzt nicht versucht, einen kleinen Play rauszumachen. Sie könnten jetzt Flamey ein bisschen ablenken. Get right könnte für den Peak reinmachen. Aber sie spielen einfach viel zu defensiv in meiner Meinung. Ich meine, sie haben kein Armor. Ja, sie haben einen Kill. Als wäre das jetzt so krass. Es ist immer noch ein 4 gegen 4. Die müssen eigentlich alles mitnehmen, was sie können. Und die Pistols zu saven macht auch keinen Sinn. Von dem her, sie wussten, Flamey ist noch an den Tunneln. Sie wussten vielleicht nicht so viel, ob da jetzt noch einer ist oder noch zwei. Aber come on, du hast eine Info. Mach doch was damit, ja. Versuch doch einen Kill zu ziehen. Und dann kannst du zwei AKs picken, wenn du Glück hast. So kriegen sie die AK so oder so. Ist auch nicht verkehrt, ja. Fryback wird die wahrscheinlich versuchen zu saven. Und schauen wir mal, was Getright hier noch machen kann mit seiner lila 5-7. Moment nicht so viel, also Navi wird er jetzt auch nicht mehr rein daddeln. Sie sind kein deutsches Team, die dann irgendwie noch versuchen, Kills zu ziehen, sondern die wissen natürlich, jetzt hat Freiburg eine AK, aber das juckt die halt im geringsten. Ja, Edward, jetzt Zeit. Oh, das war eben, das war so. Ja. Schauen wir da wirklich, wirklich Navi zu oder ist das vielleicht. Oh, The Guardian, come on! Nein! Ja, gut. Am Ende noch ein paar Kills gekriegt auf Navis Seite, aber Guardian hätte halt auch sterben können und das wäre super, super schlecht gewesen. Mal sehen. Ja, Jessido, ich weiß, dass die Namen total unterschiedlich sind und nur die Abkürzungen sich ähneln. Das ist klar. Ich mach den Gamesong gleich leiser. Ich schau mal kurz, ob das so geht, während ich im Game bin. Ist immer so die Sache, wir dürfen ja die Konsole nicht zeigen. Vorhin schon ein bisschen rumgefiddelt mit dem Sound. Aber wir wollen jetzt auch keine Action verpassen, ja? Wir sind ja immer am Winde dran. Hey, hey. Sorry. Also Forrest zusammen mit Makelele. Diesmal haben sie sich gesplittet. Forrest supportet ihn trotzdem, also würde jetzt jemand versuchen, auch lang zu pushen, zumindest durch die Toiletten, würde Forrest es sehen. Und jetzt kann Forrest natürlich zur Tat schreiten, weil die Terrors gut geflasht wurden von Makelele. Ein bisschen defensiv und Guardian kriegt den ersten Kill. Die T ist mit dem Mann Vorteil und Edward hat Forrest schon gesehen. Forrest komplett eingeschlafen einfach, hat das nicht gecheckt, dass die T schon so close sind, obwohl Makelele das eigentlich hätte sehen und callen können. Ja, Get Right und Exist machen es nochmal zu dem 3 gegen 3 und Get Right wird noch an A sein und bleiben. Und die T's wissen das. Und solange er da ist, kann er sie entweder verlangsamen, entweder komplett killen oder einfach nur am Leben bleiben, um dann vielleicht einen Backstep aufzusetzen. Simple hat ihn schon auf dem Radar, checkt die Ecke, aber nicht die richtige. Oh Gott, das ist so ein Get Right Moment, wo man sich denkt, wie macht er das nur? Und eigentlich, also natürlich ist das er und sein Laufweg auch, aber zu teilen ist es halt auch immer der Gegner, der ihn dann in die Karten spielt. Richtig krass jetzt von Get Right, sobald die Bombe geplantet wird.
kann er sie einfach niedersprayen. Wird gar kein... Oh nein, jetzt... Oh Gott, was ist denn da los? So gut gespielt von ihm und dann wird er nicht belohnt vom Spiel. Ja, jetzt wissen sie, dass Exist von lang kommt. Das wird schon abgesprungen. Blade ihn mit dem ersten Tag und Simple sprayt... das war Simple mit dem ersten Tag und sprayt ihn gleich mal down. Navi, 4-3, 4 Runden in Folge. Und die Runden... Also die letzte war ein bisschen shaky, muss ich zugeben. Ja, die letzte war shaky. War jetzt nicht krass dann gespielt. Sie hatten 5-3 und hätten das fast noch abgegeben. Also wenn wir jetzt uns anschauen, wie GetRight gespielt hat, das hätte eigentlich NAPs Runde sein müssen. Jetzt die CTs mit einem Force Buy, weiß auch nicht so recht, was ich davon halten sollen. Freiberg auf der 4 ist schon richtig low. Seas und Edward mit den MAC-10s gegen die M4 und die MAC-7. Keine Ahnung. Mei, das ist halt auch wieder so ein Tilt-Moment, glaube ich, von NIP. Sie hätten da easy auch saven können. Also, sie hätten nicht komplett saven müssen, ja. Sie haben jetzt schon einen Loser-Bonus dazu. 4 Runden. Nach der ist es wahrscheinlich 5 Runden. Ich will jetzt nicht spoilern, ja. Tut mir leid, aber die Chancen sind eher gering für NIP. Nach der Runde sind es, lasst mich kurz rechnen, 1-4, 1-9, 2-4, 2-5, 3-4. Also Max und dann hast du 3-4. Das wird ihnen sogar noch reichen. Nein, also sie haben halt eigentlich eine Buy-Round gerade aus dem Fenster geworfen. Das ist echt komisch. Wer hat denn da den Call gemacht? Oder trinken die gerade irgendwie um die Wette bei NIP? Das auch nicht. Ah, korrigiert mich, wenn ich da jetzt komplett falsch liege, aber sie kriegen einen Loser-Bonus von 2-4. Sie hatten Geld für Armor. Warum lassen sie nicht den Armor raus? Außerdem geht die Halbzeit noch eine Zeit lang. Ja, es ist jetzt nicht so, als wäre die gleich aus. Die hätten ruhig noch ein bisschen saven können. Ja, aber jetzt fallen sie auch noch. Die Farmers ist weg, die M4 ist weg. Mekelele ist unter Druck. Und Flamey lässt sich da nicht zweimal bitten, auch wenn er wie recht low ist. Ja, 23, 29, 17, sowas. Das ist halt echt komisch. Ja, und also zu der Diskussion mit Zeus und Simple, gebt ihm mal ein bisschen Zeit. Die Jungs haben 2 Jahre fast zusammen gespielt und ich meine, jetzt reden wir mal nicht von Edward und Zeus. Ja, die kennen sich halt in- und auswendig und das wahrscheinlich sogar auch noch körperlich. Und dann kommt ein neuer rein, ja, der muss sich erstmal akklimatisieren. Vor allem ist Simple jetzt ein Charakter, mit dem man vielleicht nicht gleich perdut ist, weil man schon so Stories gehört hat von anderen Leuten. Und so weiter und so fort. Also, ich gebe Navi da echt noch ein bisschen Zeit. Wenn es Monate sind, ja. Also, überbewerten das mal nicht. Vor allem Zeus ist halt einfach auch ein Kernstück von Navi gewesen. Jetzt wieder so eine Force-Buy von NIP. Die haben recht krass reingepusht. Und ehrlich gesagt, überraschendes Ergebnis. Soweit 3-3. Eine AK für GetRight. Und der ist in der richtigen Posi. Muss er nur das richtige Timing haben. Ja. Diesmal passt es. Und jetzt bin ich froh für GetRight, weil Guardian war mega laut. Ja, wie ein Elefant. Rennt zwischen den Zwischenräumen rum. Und jetzt müssen Navi planten. Die wissen halt nicht, wo der zweite CT herkommt. Wo ist Exist jetzt? Und Exist setzt GetRight gleich in Szene mit der Flash. Während Flamey nicht sieht. Edward auch sehr defensiv steht. Also die CTs haben hier echt eine gute Chance, obwohl sie kein Armor haben. Und sie sneaken sich rein. Sie nehmen die Flash nicht her. Sie wollen zuerst mal sehen, wer wo steht. Flamey geht auf den Kill, wird getradet von Exist. Und jetzt, Exist muss einfach durchziehen. Da gibt es keine andere Möglichkeit. Edward hat immer noch eine Molotov, benutzt ihn aber nicht. Geht auf den Frag mit der AK und Navi macht die Runde klar. Aber das ging wieder mal ein bisschen harscher ins Loch. Also das hätte auch gut daneben gehen können. Und das hätte Navi wieder richtig geärgert, weil, ja, sie haben genug Geld, aber wenn sie jetzt down gewesen wären, hätten sie noch ein bisschen mehr investieren müssen, wären die CETs einen Full-Buy gehabt hätten, oder einen Fast-Full-Buy, und dann bist du halt schnell wieder so in dem Money-Strudel, auch wenn der auf der T-Seite ein bisschen easier zu verkraften ist, aber du willst halt eigentlich durchkaufen können. Vor allem auf einer Seite, auf einer T-Seite, auf einer Map wie Overpass, wo du halt nicht genau weißt. Also, wenn wir die CTs wieder ins Spiel kommen lassen, dann können die halt einfach jetzt aus einem 6-3 ein 6-9 machen. Passiert.
kann passieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass Navi sich jetzt auch auf die Basics besinnt. Bisschen Tempo rausnimmt. Mal schauen, was macht NIP? Die haben wieder eine Kaufrunde. Das ist mehr als obvious gewesen für Navi. Wegen den beiden Force Buys hintereinander. Also Navi kann jetzt die Eco ganz gut lesen von NIP. Die wissen auch, wenn wir die gewinnen, hat NIP nur den Loser-Modus. Vielleicht noch ein bisschen Geld, ja. Und Exist geht auf den ersten Kill. Edward mit dem Trade. Jetzt ist Ryback erstmal allein und der hat jetzt bisher noch nicht so viel gesnackt in diesem Spiel. Also er muss definitiv sich noch aufwärmen. Flamey versucht die Maus zu helfen mit dem Molotov und der Flash. Und Freiberg steht einfach da. Keine Ahnung, ich sehe nichts. Ciao. Und Navi, full execute. Und Get Right kommt runtergeflogen wie Batman himself. Den ersten Kill gegen Flamey. Sie ist am Bombspot. Die Bombe wurde noch nicht geplantet. Navi ist immer noch unter Druck, weil NIP einfach in Full-Retake-Modus ist. 28 Sekunden auf der Uhr, also Navi hat die Zeit zu rotaten. Und Forrest, was macht er denn da? Springt einfach rein mit Gelele. Nochmal mit dem letzten kleinen Quäntchen. Versucht da alles nochmal umzudrehen. Edward war auf 3 HP. Aber Simple geht ihn in den Counter, macht das Duell klar. Navi mit dem 7:3. Und was NIP davor hatte mit ihren beiden Force-Buy-Rounds, ist komplett komisch. Also, what the hell? Jetzt haben sie da eine Farmers und eine Scout. Jetzt denkt mal nach. Die hatten vorhin M4, eine Scout und eine Farmers mit einer Mac 7 oder sowas und kaum Granaten. Da hätten sie jetzt doch besser nochmal eine Awe und eine M4 gehabt, oder nicht? Aber naja. Vielleicht denken sie, sie könnten Navi nochmal so vom Thron stoßen, weil die irgendwie im Hinterkopf haben, dass Navi gar nicht so gut ist, wegen ihrem Starladder-Show. Aber ich denke, das war halt so die Honeymoon-Periode von NIP, war bei Navi so die Scheidungsperiode, wo man gerade nochmal zusammenrauft und dann sagt, okay, lass mal nochmal abchecken, ob die Beziehung nicht doch hält. Also, boah. Ja, Guardian, kann man machen. Going. Oh, Freibe, come on, ja. Wie hat er sich genannt oder wie wurde er genannt? Irgendwie King of Banana, der Spray-God. Jeder hat ihn geschaut beim Sprayen. Und dann sowas. Alter, Alter. Nee, geht nicht. Also, da bin ich. Ich war auch kein großer Fan von Flaren, aber ich habe die Funktion halt. Ja, also, er hatte eine Funktion. Er war so das Maskottchen, der Kerl, der eben für die mentale Stärke auch zuständig war, die richtig die asozialen Jobs übernommen hat, wie mal den Müll rauszubringen im Gaming-Haus oder abzuwaschen oder mal eine Glock zu droppen, so wie Fox bei Face. Am Ende muss NIP halt zugeben, okay, das war vielleicht auch ein bisschen spät, dass sie ihn removed haben. Und jetzt haben sie das Gleiche mit Freibe. Und jetzt ist wieder das gleiche Argument. Ja, aber wenn Freiberg geht, dann geht Forrest auch und der hört dann auf zu spielen. Und was ist dann mit Get Right, wenn Forrest geht? La la la. Ja, mein Gott, das sind erwachsene Leute. Die werden es überleben. Glaub mir. Ja, das war unglücklich für Seast jetzt. So schön gesneakt und dann steht Exist in dieser Ecke. Bringt eine NIP aber auch nicht so viel, weil wir schauen aufs Geld. Und was können die sich kaufen? Nicht so viel. Nicht ganz so viel. Sorry, Kritik muss manchmal sein. Hört man sich auch immer wieder an. Also, wenn du 8 Runden in Folge verlierst. Trotz. So, nochmal Pause. Das ist definitiv Seast und Flamey's Ping jetzt. Mal schauen, ob sie das hinkriegen. Ja, danke, Instamanu. Ja, Ricky Dor, wenn er halt ein gutes Turnier in ein paar Monaten spielt, dann, also, ich denke nicht, dass Usain Bolt so gehypt wäre, wenn er nur einmal alle 10 Jahre so gut laufen würde. Ich weiß jetzt auch nicht genau, das schaut nicht nach DDoS aus. Könnte andererseits so ein kleiner DDoS sein, der die Leitung nicht ganz
dicht macht. Und ich meine, schauen wir mal aufs Scoreboard. Und wenn Exist 15 hat und Freiburg und Forest 2 und 1, muss ich da echt noch sagen, dass die Kritik vielleicht echt angebracht ist in diesem Spiel. Und das ist halt, ich schaue dieses Spiel an. Und da muss man halt dieses Spiel und diese Performance auf diesem Spiel ein bisschen kritisieren. Ich sag nicht, dass man Freiburg instant kicken muss, aber da sollte sich langsam echt überlegen, was da los ist. Und das musste sich Zeus anhören, das müssen sich sehr viele Spieler anhören. Und ich denke, dass es bei Freiburg halt... Ja, Starler, da war er nicht übel. Und dann sieht man auch, wie gut NIP sein kann, wenn sie 5 Leute haben, die fraggen und die ihren Job machen. Nur mal so. So, es geht weiter und wir haben Navi immer noch in Kontrolle. Die CTs sollten sich vielleicht ein bisschen überlegen, ob sie stacken wollen, weil sie haben die AK mit Exist. Wenn er ein bisschen Support bekommt, könnte er vielleicht am Anfang der Runde den Push aufhalten, dann seinen Teammates die Chance geben, nochmal irgendwo einen dreisten Kill zu kriegen, nochmal einen rauszunehmen, vielleicht ein bisschen Chaos zu stiften und dann könnte man die Runde definitiv gewinnen bei NIP. Die Sache ist die, dass Navi ihnen nicht die Chance gibt, gerade die AK zu nutzen. Deswegen wird Exist langsam aber sicher ein bisschen aggressiver spielen müssen. Wenn die Smoke fadet, könnte sein, dass er reinpieken will. Das wäre jetzt geniales Timing, aber Guardian hat sich schon repositioniert. NIP, let's get right, noch nicht ganz rotieren. Er kommt langsam, er denkt drüber nach, man sieht es auf dem Bildschirm in der Ecke. Er denkt drüber nach, was er machen soll. Und jetzt ist er auf der Rotation und Guardian mit dem ersten Kill gegen Exist. 5 gegen 4, die AK ist draußen und der Rest fällt auch, wie die fliegen. Forest alleine auf Wald und Flur, kein Armor, nur 5-7. Und da geht er dahin. Guardian mit einem schönen Triple Kill. Das war eben meine Hoffnung, wenn Exist Guardian gekillt hätte, hätte Navi sich auf jeden Fall zweimal überlegen müssen, ob sie da wirklich komplett drauf gehen oder ob sie vielleicht nochmal ein bisschen langsamer machen und schauen, was da passiert. Nochmal eine Rotation. Geht auf Overpass relativ schnell, dank der Stairs. Hätte man sich definitiv überlegt. Und jetzt 2 Avis bei NIP. Forest geht unten rein. Michael bleibt oben. Aber Connector wird angegriffen von Navi. Und da muss Forest Klein beigeben mit der AWE. Nicht die perfekteste Waffe für sowas. Also man kann ja durchaus auf den ein oder anderen No-Scope wetten. Aber will man vielleicht nicht. Vor allem nicht, wenn man 9-3 ist auf der CT-Seite von Overpass. Get right mit dem Boost-Kill gegen Simple. Das ist richtig schön. Das braucht NIP jetzt. Die brauchen so ein bisschen Raum für Hoffnung. Ja, ein bisschen sich ausdehnen und wieder mehr Selbstvertrauen zu schöpfen. Der Flaming mit dem Entry für die Keys. Private mit der Reply. Get right. Steht ganz offen. Aber dann kommt der Trade wieder von Michael Lele. Trotzdem, 2 gegen 2. Nicht unmöglich für Navi. Wir müssen nur aufschauen. Forrest ist noch richtig close. Und Michael hat die Augen auf dem Bombspot. Also wenn sie jetzt crossen wollen, wird das richtig gefährlich für die beiden Ts. Forrest flasht, dass Michael mal ein bisschen aggressiver pieken kann. Da steht auch keiner. Guardian ist jetzt natürlich der Schlüssel zum Erfolg für Navi. Der muss den Kill kriegen. Das war jetzt aber kein Lag bei ihm, oder? Oh, schöner Schuss gegen Forrest. 1 gegen 2. Jetzt Michael kann es retten für das Team, wo er eigentlich nur Stand-in ist, aber wahrscheinlich sich auch einen Platz erspielen will oder könnte. Man weiß es nicht genau. 25 Sekunden. Die Ts lassen sich Zeit. Die denken, Michael Lele wird nochmal pieken. Flamey müsste jetzt langsam mal planten. Sonst gehen sie natürlich das Risiko ein, dass Michael Lele wirklich... Oh, nein. Oh, er weiß es nicht. Jetzt muss er nochmal zurück. Das kostet ihn natürlich wertvolle Zeit. Er hat kein Defuse-Kit, er hat kein Equipment, um wirklich zu schauen, wo die Ts sind. Aber er muss eigentlich rein, weil 1 gegen 2, das ist die beste Chance, die NIP lange hat. Er wird getaggt und Guardian finisht ihn. 3 Kills wieder für Guardian. So eine wichtige Runde und ich zeig's euch schnell. Guardian richtig krass unterwegs jetzt, vor allem in den letzten Runden. Die beiden, das waren eben auch die Runden, wo es runterging in 2 gegen 2 Situationen. Einfach krass von ihm. Auch konstant seit Navi die Runden kriegt, ist er mit am Start. 12 Kills für ihn, 10 für Flamey und Edward. Also alles im allem, Navi, jeder macht seinen Job, jeder kriegt die Kills. Und das sind eben dann auch die Sachen, die NIP das Leben so schwer machen. Weil wenn NIP mal aggressiv spielen will, steht überall ein T. Und meistens gewinnen die Ts das Duell. Oder
wenn es gut läuft für NIP, gewinnen sie auf A1, aber verlieren das auf B. Und dann sind sie wieder in dieser Position, wo sie nicht genau wissen, was machen die Ts jetzt mit dieser Info und dem First Strike. Also gerade wichtig für NIP, dass sie mal den ersten Kill ziehen, was in der letzten Runde passiert ist. Und dann kam Guardian. Jetzt ist Simple am Start mit dem ersten gegen Forest. Die Ts schon wieder viel Kontrolle über A lang. Die CTs haben noch die Toilette. Aber, naja. Mittlerweile sind sie schon ein bisschen umzingelt. Maikelele wird jetzt auch gleich... Schöne Reaktion, aber nicht genug Damage gegen Simple. Exist ist da. Macht es nochmal gegen 4 gegen 3. Freiburg sollte jetzt mal... Also er... Ich will jetzt nicht Freiburg bashen. Tut mir leid, dass das vorhin so rübergekommen ist. Ja, ganz ehrlich. Also ich bin der Letzte, der einen Spieler irgendwie flamed oder dann sagt, dass er removed werden muss. Aber Freiburg hat nur die Shotty und da liegen Waffen. Und muss er irgendwie versuchen, an eine ranzukommen. Getright mit einem schönen UMP-Kill. Wird aber getradet gegen Getright, gegen Guardian. Netz Exist. Das war ein richtig, richtig wichtiger Kill. Der sieht den Flank auszuschalten. Jetzt kann er von hinten kommen. Freiburg muss einfach nur ein bisschen Zeit klauen. Geht ins Duell 18. Und jetzt ist er down. Exist alleine gegen 2. Und die Ts können langsam so ein bisschen denken, wo er herkommt. Der Guardian hat die Chance. Ich meine, du siehst Guardian kaum. Ich weiß, das GoTV, das ist jetzt nicht die 128. Oder haben wir? Ja, ich weiß gar nicht. Aber du siehst ihn halt kaum. Und der ist schon am Triggern. Und jetzt, ich meine, Navi juckt es nicht mal mehr, dass Flamey und Seas 100er Pings haben. What? Okay. Normal würde jeder pausieren, aber gerade ist wohl das Routing einfach so schlecht. Sollte vielleicht mal das mal kurz ab. Ich check mal kurz den Official Channel aus. Vielleicht ist da irgendwo eine Info. Nee. Also Navi scheint einfach nichts draus zu geben. Das Gesetz ist nichts für die. Ja. Also Freiburg close mit der UMP. Finde ich gar nicht so übel. Vor allem, weil er Exist hat, der erstmal so ein bisschen Aufmerksamkeit aufzieht. Ja, unglücklicherweise ist Exist jetzt down. Freiburg muss das jetzt alleine handeln. Kriegt nochmal Support von GetRight und die wollen nochmal rein. Die wollen, das ist genau das. Das hätten sie halt in dieser, ich weiß gar nicht, welche Runde es war. Ich glaube, es war die dritte, wo ich das so angekreidet habe, dass NLP nicht auf den Kill gegangen ist. Diesmal sind sie auf den Kill gegangen und das wird eben auch belohnt. 4 gegen 4 Situation. Forest gräbt sich gerade ein Loch. Fast ein Grab, schon fast hier. Muss ein bisschen vorsichtig sein. Edward. Oh, was? Oh Gott. Edward mit dem Kill, Forrest, oh, so schön von ihm. Das sind eben die Sachen, die Forrest machen kann und die muss er öfter machen. Das ist halt so, ja. Wenn dein Torschützenkönig keine Tore schießt, dann musst du halt sagen, schießt Tore. Und das ist Forrest. Schießt jetzt ein paar Tore. Getright wacht langsam auf und immer mehr auf. Und Guardian alleine, jetzt wird er schon gebacksteppt gleich, hat das aber auf dem Schirm. Forrest. Overextended jetzt hier mal nicht. Das ist richtig schön. Getright mit dem Bombplan für die Lane und NIP kriegt die letzte Runde. Das war nochmal so der, wie nennt man so schön, oder sagt man so schön, der am Ende, ja, das Schulterklopfen, das Klopfen auf die Schulter. Kommt schon, Jungs, jetzt geht's aber los. Ja, jetzt können wir nochmal was machen. Man muss sich da auch ein bisschen selber vielleicht spielen, ja, wenn man so nimmt. Dass man sich eben mehr Hoffnungen macht, als eigentlich da sind, damit man einfach im Spiel bleibt. Mental, die Stärke ist jetzt extrem wichtig. Und wir haben jetzt natürlich noch eine kleine Pause, weil unsere Kollegen aus England, oder eigentlich sind sie auch die Hälfte aus England, aber sie sitzen in Deutschland, natürlich noch ein bisschen Werbung machen. Was mir jetzt gefallen hat bei Navi, sieht man noch am Scoreboard. Naja, jetzt gerade halt nicht, aber sieht man am Scoreboard im Allgemeinen, dass jeder performt, dass da keiner abfällt. Und das ist auf der T-Seite gar nicht mal so krass wichtig. Auf der T-Seite könntest du damit leben, wenn du nur ein oder zwei starke Leute hast. Weil du halt dann eben einen Entry machst und dann snowballt. Dann ist wie eine Lawine, kommst du in die Bombe rein. Ja. Du kriegst vielleicht auch ein paar Refrags von den Gegnern.
Aber normalerweise solltest du im 3 gegen 2 dann die Bombe geplantet sein. Und dann kann man relativ gut noch die Runde gewinnen. Navi hat alle oder fast alle Clutches gewonnen. Das, was auch mega wichtig war. Vor allem die zwei Runden, wo Guardian den Triple Kill bekommen hat. So, das ist auch alles RIP. RIP Graf. Und auf der anderen Seite eben NLP, wenn du zwei Leute hast, die eben eine Halbzeit mit insgesamt 4 oder 5 Kills abschließen, ist es auf der CT-Seite halt ein Problem, weil du wirst nicht nur auf einer Seite die ganze Zeit angegriffen, wo du deinen stärksten Spieler hinstellen kannst, sondern du wirst halt vor allem auch dort angegriffen, wo deine schwachen Spieler stehen. Und wenn du halt zu viele Öffnungen hast, da kannst du halt Exist, der mehr als 16 Kills hatte in der Halbzeit, kannst du halt auch nicht alles machen. Weil dieser eine gute Spieler, der kann nicht auf A und B gleichzeitig defenden. Jetzt ist dann natürlich die Sache, NLP wechselt auf die T-Seite. Und jetzt ist Exist gut drauf. Und ich denke, also ich vertraue da einfach mal auf Forrest und auch auf Freiburg. Die haben so viel Erfahrung, die waren schon öfter in dieser Situation. Die sind auch gestern wieder mega krass zurückgekommen, dass man einfach ganz ruhig rangeht, sagt, okay Jungs, die erste Halbzeit war nix, ja. War ein Satz mit X und jetzt müssen wir uns langsam umorientieren. Die sind jetzt auch auf der T-Seite, das heißt, sie können die Duelle mehr picken. Sie können mehr sagen, okay, wir wollen jetzt hier fighten, weil hier haben wir die besseren Positionen. Und das wird vielleicht jetzt auch wieder Freiburg und Forest helfen. Also ich bin noch hoffnungsvoll, ich schreibe NIP nicht ab. Es wird auf jeden Fall schwer. Aber sie können natürlich Navi genauso in den Eco-Stuhl setzen, wie Navi sie in den Eco-Stuhl gesetzt hat. So. Übrigens, mein erster Solo-Cast auf Deutsch. Nicht für alle Leute da draußen. Von dem her, wenn es nicht perfekt ist, ist es nicht perfekt. Noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und so. Ich werde mich bemühen, mehr übers Gameplay zu reden. Tut mir leid. Play-by-Play ist auf Deutsch echt schwerer, als man denkt. Von dem her. Da habt ihr natürlich recht, ich habe gerade nach oben gescrollt mit dem Ping, das ist echt eigentlich... Also, der Peaker-Advantage bei Navi ist halt jetzt echt real. Dr. Fraxen, ja, haben auch einen Feedback-Channel. Auf unserer Seite kannst du abchecken. Kannst mir dein hartes Feedback dalassen. Ich freue mich natürlich auf jeden, der mir hilft, mich zu verbessern, weil ohne Feedback kann man sich nicht verbessern. Und ich denke, ihr seid alle schlau genug, dass ihr nicht sagt, hey, der Kaster war scheiße. Weil damit kann man nichts anfangen. So. Also NIP auf der T-Seite, Private mit dem Equipment, Simple mit dem ersten Kill. Das fängt schon mal gut an für Navi. Wir müssen jetzt aufpassen, sind ein bisschen getrennt voneinander. Edward konnte Guardian nicht helfen. Und Michael Lele hat in der Zwischenzeit Simple erledigt. Also 4 gegen 3. Und die T's sind jetzt auf dem Marsch nach A. Navi auch mit der Rotation. Edward muss ein bisschen aufpassen, er könnte noch gecatcht werden. Geht aber back, also alles safe für Navi. Aber sie haben jetzt natürlich ein bisschen Arbeit zu tun, weil die T's mit ihren Smokes und den Flashes ihren Go aufsetzen. Flamey ist immer noch in der Ecke und Freiburg ist alleine da. Jetzt wird der Encounter von Edward. 3 gegen 3. Edward mit der guten Posi. Jetzt kommt Flamey auch noch rein. 2 gegen 3. Die T's müssen die Bombe noch blenden. Jetzt Michael Lele mit dem Kill. Aber Getright geht down gegen Edward. Und Navi mit dem sozusagen Comeback in der Pistrunde. 12 zu 4. Und jetzt sollte es relativ easy werden, das Spiel zu finishen. Deswegen mal schauen. Ey, Pokergott, jetzt sei mal nicht so. Ihr dürft mich ruhig beleidigen. Ihr müsst halt damit rechnen, dass was zurückkommt. Und wenn ihr dann schreiend und weinend zu Mami rennt. Spaß. Ja, ich glaube, Makelele würde jetzt am liebsten auch schreiend und weinend zu seiner Mami rennen, weil Guardian mal wieder ein Brett des Todes serviert hat. Richtig nice, wenn der Kellner ankommt und dir alles ins Gesicht schüttet. Das ist Guardian. Simple mit dem Headshot gegen Getright. Also, ja, ich meine, NLP hat er gesaved, ja. Da kann man auch nichts machen. Was will man denn da machen?
Ja, schön Freiburg. Das sieht man gerne. Der Glockburst gegen die Scope. Heftig. Kann gerade noch nicht viel machen. Ich weiß gar nicht, ob er ihn überhaupt gesehen hat, weil ich glaube, dass er auf die andere Seite geschaut hat. Guardian ist natürlich eine gute Scope, der sowas normal auf dem Radar hat, aber... Also eigentlich hätte er Close eh pieken müssen. Ist er wohl, Freiburg hat den Kill gekriegt. Simple lässt ihn aber nicht entkommen. Navi mit dem 13:4 und das könnte echt eine schnelle erste Map werden. Da muss ich glatt mal fragen. Muss ich glatt mal fragen, ob die zweite Map dann auch gleich im Anschluss kommt oder nicht. Weil ist ja mein erster Cast auf Deutsch. Mein erster Solo-Cast auf Deutsch. Natürlich mit den Dudes, mit Muxor vor allem auch mal hergecastet, so ein bisschen zum Spaß, aber langsam serious, gell? Da will man natürlich auch professionell sein. Freiburg, sehr professionelle Kill-Sippe. Schön, dass die Ts jetzt erstmal ein bisschen Kontrolle anspielen, vor allem der Connector ist mega wichtig. Guardian bleibt dann noch so ein bisschen abgeschottet von seinen Teammates. Edward versucht ihnen da ein bisschen zu helfen. Checkt jetzt natürlich erstmal außen vor. Und Guardian wird jetzt dann gleich versuchen, wieder zurückzukommen. Aber die Ts sind schon zu close. Guardian wird nicht mehr rauskommen können. Jetzt kommt Support von unten mit Seas. Flashen sich da beide rein. Niemand da. Die Ts haben Flash aber gehört und wissen, hey, da ist jemand drin. Lass mal den Kill kriegen. Getright hat ein bisschen Probleme mit der Tech-9. Presst Guardian aber zurück. Seas geht down gegen Freiburg. Und das ist jetzt Freiburg, genau wie ich gesagt habe. Der ist cool genug, der kann das verkraften, ja. Wenn ich da sage, mein Gott, die erste Halbzeit war richtig unterirdisch, sagt Freiburg, ja und? Das Spiel besteht aus zwei. Ist mir egal. Ich kann auch 15 Kills in einer Halbzeit machen, stehe ich halt am Ende mit 17 da. Passt. So, NIP hat sich jetzt schon komplett durchgesneakt auf den Spot. Magilele kuschelt da ein bisschen mit Forest. Bombe ist down. Guardian kann hier nichts mehr machen. Er weiß, da sind Spieler direkt vor ihm. Also er muss warten, bis seine Teammates da was tun. Forrest mit einem schönen Headshot gegen Edward wird getradet von Flamey. Freiburg, hier ist er mit den 12 HP. Kein Stress gegen Flamey. Hat das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich dachte eigentlich, Guardian wüsste, dass da zwei Ts hier in dieser Area sind. Weil er halt ewig auch nichts gemacht hat. Aber anscheinend ein bisschen Kommunikationsprobleme bei Navi oder halt nicht gewusst. Kann man manchmal nicht so genau sagen, was die Spieler jetzt alles gehört und gesehen haben. Manchmal denkt man, sie hätten es gesehen, dann haben sie es aber nicht, weil gerade jemand gesprochen hat und so weiter und so fort. Also, da mache ich jetzt noch niemandem einen Vorwurf. 13:5, Navi hat 8 Runden zu sparen, also das werden die auch easy verdauen können. Und jetzt hat Navi natürlich ein bisschen Platz. Was man jetzt, wenn wir zurückschauen auf die erste Halbzeit, NIP war konstant unter Druck vom Anfang an. Zweite und dritte Runde haben sie nur zwei Waffen gesaved. Deswegen konnten sie sich gar nicht so viel leisten. Dann haben sie schon die dritte verloren. Ich würde es euch gerne zeigen. Das lässt die ECA aber nicht zu. Also sie haben dann auch gleich angefangen zu verlieren. Und dann bist du halt immer in dieser Bredouille des, oh Gott, wenn wir jetzt einen Fehler machen, müssen wir saven. Ihr seht, bei Navi, kein Problem. Hey, Jungs, wir saven easy. Ja, haben genug Geld. NIP hätte in so einer Situation schon fast gegenkaufen müssen, weil sie eben gemerkt haben, oh Gott, wir sind so krass hinten, wir müssen jetzt echt Runden bekommen. Und das ist eben dann dieser Money-Strudel, den du selber beschwimmst so rein und dann kommst du nicht mehr raus und dann wirst du wieder rausschwimmen, wirst aber immer tiefer reingesaugt und hast gar keine andere Wahl mehr, als weiter und weiter in den Money-Strudel zu geraten. Jetzt, Navi hat genug Zeit, die können auch mal einen Stack anspielen, die hatten am Anfang der Runde 5 Leute auf B, jetzt sind 3 rotiert. Also die können so ein paar Experimente machen auf der CT-Seite, haben eben die Runden Zeit. Und sie müssen nur 3 gewinnen. Und das reicht ihnen schon. Jetzt ist ein Gelele schon tief in A drinnen. Get right the Nate ins Gesicht. Das waren die 3 Nates bei Navi. Oh, Michael springt aus der Sehne, schätze ich mal. Das kann nicht tatsächlich gut gewesen sein. Oh, Team Damage auch noch. Flamey bedankt sich bei Michael Lille. Aber 4 gegen 3. Sie ist schon total getaggt. 10 HP. Die wissen, eine Low auf A lang. Forest. Hat das gar nicht auf dem Schirm, dass sie schon so close steht. Getright muss jetzt gegen 2 decken. Wird gepusht. Oh, Edward, schöne Shotgun. Freiburg rettet mal wieder das Leben für NIP. Delayed erstmal den Bomb-Defuse. Michael Lille taucht langsam ab in die Stairs. Und Freiburg hat die ganzen Kills für sich alleine. Simple ist auch da. Ja, Mai. Kommt er halt weg, aber was will er denn tun? Die USP saven, oder? Er kommt auch nicht mehr weg.
Ah, ja. Bam. Down ist er. NLP mit 2 Runden in Folge. Kriegen auch ein bisschen Geld dazu. Während die CTs jetzt natürlich schön gegenkaufen können. In der nächsten Runde, ehrlich gesagt. Ah, okay. Sie kaufen noch mehr Zeug. Ah, jetzt haben die auch gleich 2 Arves geholt. Kein Equipment. Also, Flamey mit einer Smoke. Ich zähle die HE nicht als Equipment, weil wer eine HE in CSGO als Equipment ansieht, ist selber schuld. Die 2 Damage kann ich auch mit meinem kleinen Finger machen. Natürlich haben HEs. Also, ihr müsst das alles ein bisschen sarkastisch und zynisch sehen hier, was ich sag. Weil, naja. Weil eine HE halt nicht so krass ist. Können krass sein, aber selten. Und die Smoke ist jetzt auch schon weg von Flamey. Deswegen Navi ein bisschen shaky, muss ich sagen. Es ist zwar noch kein Kill gefallen, aber wenn die Ts execute, können die CTs nichts dagegen machen. Die können einfach nur in ihren Posis stehen und hoffen, dass sie entweder nicht Gold werden oder ihnen jemand reinläuft. Und, naja, also NIP wird da definitiv ein bisschen einfacheren Job haben. Aber sie könnten auch simpel encountern und das wäre dann eben so eine Sache. Meine 2. Option war ja, dass ihnen jemand reinläuft. Simpel kann da nicht wirklich committen. Eben weil er keine Flash hat, um wieder rauszukommen. Sonst hätte er vielleicht noch einen Peek gewagt über die Smoke. Aber wenn er jetzt in dieser Ecke geblieben wäre, wäre er dann nie wieder rausgekommen. Deswegen gute Entscheidung von Simple wegzugehen. Es wird Edward, gutes Timing, aber Get Right, schöne Reaction. NIP mit dem 5 gegen 4, die CTs sollten sich fast überlegen. Ja, es ist ein 5 gegen 4, natürlich willst du erstmal schauen, was geht, aber safe wäre es gar nicht so verkehrt. Freiburg, da ist er, seht ihr? Da ist er. 5 gegen 2, Simple und Guardian definitiv am Saven. Guardian rennt schon davon. Simple auch auf dem Weg. Oh, den wollte er noch mitnehmen. Aber da ist Ryback wieder da. Also, wow. Viele Kills hat er am Ende der ersten Halbzeit. Also, definitiv nicht mehr als 3. Also, Ryback, Kernstück jetzt der T-Seite. Und das ist lustig, weil ich dachte mir, wenn, dann wacht Forrest auf. Oder wenn, dann kommt vielleicht Get Right mit ein paar Plays oder Exist jetzt daher. Und Ryback würde es wahrscheinlich schaffen, eine normale Anzahl von Kills am Ende dastehen zu haben. Aber dass er jetzt so krass drauf ist, richtig nice. Bestätigt mich natürlich in meiner Kritik, weil durch Kritik verbessert man sich und Freiburg hat sich verbessert. Natürlich hört er mir auch zu. Hallo Gary, ist schon angedacht. Schon angedacht, alles mit den deutschen Casts. Also ihr werdet mich höchstwahrscheinlich ein bisschen öfter jetzt in Zukunft sehen. Natürlich, also es tut mir leid, wenn jetzt hier fett viele Anglizismen reinkommen. Ist halt schwer, wenn du 3 Jahre auf Englisch castest, dann plötzlich die gleichen Sachen auf Deutsch zu sagen. Da, ja, vergreifst du dich halt manchmal im Wortschatz. Von dem her, bitte nicht zu böse sein, ja. Ich habe auch eine Familie und ich muss meine Freundin auch durchbringen. Denox One, nice one. Sind wir schon 2. Ich bin ja jetzt wahrscheinlich eh dann schon verschrien als der am flamendste Caster der Welt. Übrigens eine Eco, also wenn ich die Play-by-Play caste, dann kann ich mich auch gleich eingraben. Ah, das wäre nochmal schön geworden. Aber passiert nichts. Freiburg und Michael Lehler haben das alles undercover, sozusagen. Unter Deckung, wie man auf Deutsch sagt. Ah, Forrest, schön gemacht. Also Navi, keine Schnitte. So, solche Formulierungen benutze ich zum Beispiel in Real Life nie. Die fallen einem nur ein, wenn man castet. Dass jemand keine Schnitte hat gegen jemanden, habe ich halt echt noch nie benutzt, glaube ich. Aber sowas muss eben jetzt wieder zurückkommen. Mein Gehirn muss sich daran gewöhnen, wieder normal zu werden. Ein bisschen weniger verrückt. Und dann werden wir da auf jeden Fall was Vernünftiges auf die Reihe bekommen. So. Schauen wir mal, ob Navi was auf die Reihe bekommt, weil die haben wieder ihre Doppel-AWP. Seize, Flamey und Edward mit den Rifles ein bisschen Support. Grenades dabei. NIP vergisst, dass es eine B-Seite gibt. Die sind komplett auf A getrimmt gerade. Waren auch, ehrlich gesagt, gut erfolgreich auf A, also in den Waffenrunden zumindest. Haben jetzt vorhin B nochmal angespielt in der Anti-Mikro.
einfach nur, damit man eben nicht zu dran gewöhnt wird, sich selbst fresh halten und natürlich den Gegner auch zeigen, hey, okay, wir mögen A zwar, aber wir vergessen nicht, dass es B gibt. Von dem her, NIP nur eine kurze Ablenkung, jetzt alle voll auf A getrennt. A lang, Guardian gegen Forest. Oh, der zweite, eieieiei, das ist so geil. Aber Maikelele, der ist eben, Mann, also irgendwann muss man sich halt auch entscheiden, wer ist denn jetzt die beste Ave? Und mittlerweile fällt die Entscheidung immer schwerer. Jetzt natürlich das 3 gegen 4. NIP versucht immer noch auf A was zu treiben. Edward ist ganz hinten, deckt nur lang ab. Simple also alleine im Moment. Und das ist gefährlich für ihn. Weil er hat zwei Flashes, aber die wird er wahrscheinlich nicht mehr benutzen können, weil die Ts so schnell gleich da sind. Und er hat keine Ahnung, was links abgeht. Edward hat da nicht reingepiekt. Also Simple ist immer noch komplett alleine. Jetzt kommen die Ts. Oh, Freiburg versucht die Flash. Gott, nice gemacht. Zip ist da. Schöner Kill gegen Freiburg. 4 gegen 2 und Full Rotation von Navi. Jetzt kommt die Bombe lang marschiert. Das ist Getright gegen Simple. Er hat richtig Probleme. Aber kriegt den Kill jetzt Edward mit dem Trade gegen Maikelele und Getright gegen 3. Kein Backstep. Alle vor ihm. Er weiß, wo Edward ist. Aber Edward hat ihn 14 zu 8 für Navi. Wer hätte das gedacht nach diesem richtig schlechten Showing auf der Starladder? Andererseits waren es zwei Best of Ones, also kann man vielleicht auch irgendwie verteidigen oder sagen halt, ja, war ja kein Best of Three oder so. Aber das ist ja auch nur ein Best of One, sozusagen. Wir haben natürlich noch eine zweite Map, das wäre dann das 2. Und auf das 2 sollte, also ich weiß, ich habe meine Coins ja auf Navi gesetzt, hat man ja auch gesehen am Anfang des Streams, auch wenn ich mein Passwort vergessen habe gerade. Ich weiß gar nicht, das 2 sollte eigentlich auch ganz gut sein für Navi. Die haben zwei richtig starke AWPs. Sie können richtig krass riflen alle zusammen. NLP auf der anderen Seite auch nicht. Wir get right mit den Lurk des Todes. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die zweite Map, aber die erste ist noch nicht vorbei. Also siehst, ich hatte eigentlich gedacht, dass get right da ein bisschen mehr noch rausbringt, aber siehst war ein bisschen schneller am Abzug. Jetzt wird Edward vorgeschickt. Der hört natürlich, da ist einiges an Action an Alang. Also, dass das Navi versucht, gerade NIP zu countern. Edward muss aber geduldig sein, weil die Terrors nehmen sich alle Zeit der Welt. Und jetzt kommt nochmal eine Rotation. Ryback kommt von kurz. Michael hat einfach nur passiv gehalten, hier mit dem tiefen Peak in Monster. Forest and Exist. Kommt jetzt dazu. Siehst, könnte ein bisschen Info bekommen. Zumindest hört er nichts. Und manchmal, wenn man nichts sieht, ist das schon genug. Guardian wird langsam auch ein bisschen nervöser. Er hat Flamey mit sich, aber keine Grenades mehr. Oh, schöner Kill gegen Michael. Das wird auf jeden Fall Flamey jetzt erstmal ein bisschen Zeit geben, auch was zu machen. Da ist der Kill von Flamey. Sie ist, kommt von hinten rein. Freiburg war ein bisschen aufgehalten. Keine Chance gegen Sie ist da von hinten. Und jetzt kommt die Flash von Edward auch noch, um Exist ein bisschen zurückzudrängen. Der versucht da einfach nur noch zu planten. Das ist jetzt gerade das Wichtigste für NIP. Jetzt erstmal noch das Geld zu nehmen. Und Simple kommt rein. Simple. Nicer Shot auch wieder. 15 zu 8. Navi hat wirklich jetzt alle Zeit der Welt. 7 Map Points. Wie ihr alle wisst, ESL Pro League. Wir haben zwei Maps. Ich finde Best of One ist eigentlich auch wieder eine komische Bezeichnung dafür. Man könnte auch einfach sagen, es ist eine Map. Aber natürlich ist das irgendwie so konform, wenn man dann Best of 3 sagt. Oder Best of 5. Sollte man auch Best of 1 sagen. Aber Best of 1 allein Best of 1. Ja, macht schon mal keinen Sinn. Egal. Also, wir haben zwei Maps. Und es ist egal, ob man beide gewinnt oder eine gewinnt und eine verliert. Es gibt keinen Draw oder sowas. Also, jeder kriegt Punkte. Oh, Seas und Flamey. Nice, nice. Flamey da noch ein. NIP mit dem schnellen B-Go. Keine Chance gegen Navi. Die sind einfach gerade zu stark. Und NIP braucht wirklich ein bisschen frische Luft, um da wieder runterzukommen, glaube ich. Weil das war so der Rip-Call. Der, komm. Entweder gewinnen jetzt die Runde oder wir verlieren halt mit Ach und. Also mit. Wie nennt man? Nicht mit Ach und Krass. Mit Scheppern und Klirren. Und Navi gewinnt die erste Map, 16 zu 8 gegen NIP. Nices Match. Wir sind, oder ich, bin gleich wieder zurück mit einem neuen Background auch und ein bisschen mehr Koordination. Also, bis gleich. Bleibt dran, Jungs.
Ja, du willst in deinem Leben auch so coole Kinobalken haben, dann geh doch bei uns auf Facebook, kannst uns deine Fratze zeigen. Kannst mit uns auf Twitter zwitschern oder auf YouTube VODs gucken. Kannst vielleicht auch mal auf Steam gehen und dich da austoben mit der ganzen Steam-Community oder auf YouTube Plus, wo der geilste Content kommt, oder in unserem Merch-Shop einfach Kissen, Tassen, Taschen, Hoodies, Shirts und geile Tanktops kaufen. So. Der hält ja immer noch nicht den Rand. So, und die Scores muss ich auch noch einpassen und so weiter und so fort. Kommt alles jetzt. Bis gleich. Also, die zweite Map sollte demnächst dann starten. Ist angesetzt für 20.10 Uhr. Wir geben euch erstmal ein bisschen was auf die Ohren mit Monster Cat. Und dann gibt es natürlich noch einen kleinen Werbeblock da. Wie gesagt, wir haben Familie. Wir wollen uns auch ernähren. Wenn ihr uns supporten wollt übrigens, ihr könnt subscriben. Ist was, was man weiß, aber manchmal nicht macht. Ist auf jeden Fall richtig easy und außerdem kriegt ihr Smileys dazu. Also wollte ich nur mal so sagen. Bis gleich. Check it out, they go fly.
Hey Leute, also der GoTV ist immer noch nicht am Arbeiten, um schlimmere und bösere Wörter zu vermeiden. Also wir müssen uns auch ganz kurz gedulden, wir haben gerade eine neue IP bekommen, es sollte demnächst losgehen. Ich sag mal eben so 5 bis 10 Minuten, so wie immer, kennt ihr ja aus der CSGO-Szene, ist eigentlich nie anders. Ja. Und die neue IP geht auch nicht. Also ich lasse euch nochmal ein bisschen Musik an. Ihr könnt in der Zwischenzeit die coole Seite auschecken und euren Coin setzen, zum Beispiel auf das zweite Spiel, weil es ist das zweite zwischen Navi und NIP. Bis gleich. Chasing our hearts till we end up falling. Young and alive, we were runaways in a wasted summer. Chemicals in a foreign car. We took a moment, made it last forever. We found love laying under the stars. Made in July in a wasted summer. We'll be right back.
Du willst bei CSGO immer auf dem Laufenden sein? Dann ab auf 99damage.de. Hier findest du aktuelle News zu allen relevanten Themen. Videos von Menschen, die deine Leidenschaft teilen. Felix, du geile Nudel! Jawohl! Eine Übersicht zu aktuellen Matches, in denen du ganz leicht deine Wette abgeben kannst. Unsere Coverage zu verschiedensten Events mit ihren kompletten Informationen. Werde zum Experten in E-Sports mit unseren Statistiken oder den Livestreams von unseren Castern. Oder schärfe deinen Skill mit unseren Guides zu Maps, Rush Timings, Waffen, Money System Awards, Skillgruppen oder den Videoguides. Und natürlich kannst du aus Niki Biki Like durch die Foren scouten. 99 Damage. Kann der mal ruhig sein? So, da sind wir wieder. Ich habe den Background ein bisschen geändert. Noch nicht ganz vollständig, weil ich noch nicht so ein gutes Bild gefunden habe. Natürlich will ich euch nur das Beste vom Besten bieten. Also, zurück zur zweiten Map. NIP gegen Navi. Ich bin Dabu. Oder Dabu. Mein Nickname ist Dabu. Aber naja. Ich habe mir gerade noch einen Muxor-Gedächtnisdöner reingezogen. Also meine Fresse brennt noch ordentlich. Ich glaube, ich habe da was zwischen den Zähnen. Also ich werde jetzt einfach mal so reden. Ja. NIP hat auf der ersten Map nicht so gut ausgeschaut, aber jetzt ist das 2, das sollte eigentlich jeder kennen. Ist eine Basic-Map, also kann man mal machen. Sollte auch nicht unmöglich sein, für sie zurückzukommen, vor allem weil Freiburg richtig aufgewacht ist in der zweiten Halbzeit. Und jetzt starten sie auf der T-Seite und da sahen sie auf Overpass ein bisschen besser aus als davor. Schauen wir mal, wie sie das alles so handeln. Navi durch die Bank, stark unterwegs, Guardian nochmal rausgestochen in einigen Situationen, Simple war auch wieder da. Also Navi ist und bleibt einfach mega gefährlich, auch wenn sie am Wochenende auf der Starladder nicht gut waren. Aber ja, wir werden einfach sehen, wie die Teams so performen. Ich denke, es sollte demnächst losgehen. Eigentlich hatten wir nach den GoTV-Timeouts und dem ganzen Gedöns da mit den technischen Problemen, hatten wir eigentlich genug Zeit, dass die Spieler sich aufwärmen. Und auch für ein bisschen Analyse vorher. Deswegen glaube ich, dass es gleich losgeht. Ich habe mir euer Feedback natürlich sehr zu Herzen genommen und werde deswegen gar nichts ändern an mir. Nein. Natürlich ist das wichtig, dass ihr jetzt sagt, was ihr davon haltet, was kann ich verbessern, weil ich caste für euch und nicht für mich. Also, es soll euch Spaß machen. Mir soll es auch Spaß machen, so ein bisschen, aber es ist ja auch immer noch Arbeit, deswegen bin ich ja hier. Deswegen lasst mir Feedback da. Ihr könnt Ausrufezeichen Dabu, glaube ich, benutzen, um den Thread hochzubringen, den Foren-Thread, wo ihr dann halt Sachen hinterlassen könnt, wie zum Beispiel fand ich gut oder ein bisschen mehr Play-by-Play, ein bisschen weniger Schmarrn. Caste doch bitte alle Eco-Runden, als wäre es eine Series-Runde und so weiter und so fort. Kann ich alles schauen, werde ich alles mir zu Herzen nehmen. Ob ich es dann mache oder nicht, ist natürlich dann noch irgendwie so die andere Sache, aber ich werde es mir auf jeden Fall durchlesen und ich danke euch schon mal für den netten Chat. Auch wenn manche Leute nicht ganz so nett waren, manchmal ist man halt sauer auf was anderes, ja? Jetzt reden wir mal wieder über das Spiel und zwar schauen wir mal rein, die letzten Ergebnisse auf das 2 für die beiden Teams. Und zwar war das sehr lange her, im April, ja, haben die das letzte Mal das 2 gegeneinander gespielt und das ging 16-14 an NIP. Natürlich hat sich seitdem sehr viel geändert in beiden Lineups, also ich denke trotzdem, dass beide Teams auf das 2 mehr oder weniger ihr fast schon bestmögliches CS spielen können, weil sie sind beide aimstark, sie haben beide Disziplin und Taktiken parat. Und was ich eben ein bisschen NIP ankreiden müsste und auch immer noch tue, ich habe übrigens die Game Sounds ein bisschen leiser gemacht, weiß nicht, ob das jetzt was gebracht hat oder nicht. Was ich NIP ankreiden muss, tut mir leid, aber das war einfach eine komische Entscheidung, diese 2 Force-Buy-Rounds, obwohl sie nach einer Safe hätten kaufen können. Und sie waren halt nicht in der Position, wo man sagt, hey, geht easy, schnell kann man da wieder zurückkommen ins Spiel. Die waren schon 6-3 hinten zu dem Zeitpunkt. Naja, egal. Jetzt sind wir in der Pistole auf das 2, also willkommen zurück, liebe Leute aus dem Internet. Navi ist schon sehr aggressiv und Edward, er weiß es gar nicht, jetzt sieht das erst. Oh, ich habe 2 Headshots gemacht. Wie nice ist das denn? Da kommt der dritte. Edward! Guardian, warum? Du darfst doch nicht den Triple Kill zerstören, den Quad Kill, das Ace. All diese Sachen, Mann, Mann, Mann. Aber Guardian kriegt den Kill, Xis ist down auch. Und Navi mit einer Flawless Pistol. Ja, okay. Alles, was ich gesagt habe, aus dem Window. Natürlich wird Navi jetzt das ganze Spiel gewinnen. Ripcaster, Rip Prediction. Ah, ist nur die Pistolrunde. Also mal ganz, ganz low. Edward halt mega krass, dieser Triple Headshot. Und er hätte den vierten sicher bekommen. Er hatte mehr als genug HP auch, um ohne Guardians Hilfe den zu killen.
Nicer Start auf jeden Fall. Hatten wir aber in der vorherigen Map auch so. Da war Maikelele so krass unterwegs. Sie ist jetzt mit dem ersten ganz easy gegen Freiburg. Mit Spy von NIP. Getright mit Armor unterwegs. Exist und Getright auch mit Tech 9. Also, die haben aber nicht komplett alles investiert. Also, ich denke, sie wollen ihr Geld so ein bisschen strecken über die Runden. Und nicht strecken sie es nicht zu viel, sonst kriegen sie noch Nasenbluten. Und bei Forrest und Co. geht es natürlich jetzt auf A gleich drauf. Forrest schon mit dem Kill gegen Seas. Der war halt in Mitte ein bisschen zu aggressiv gestanden. Könnte man mit der Deagle schon rechnen, aber das ist eben so ein Kill, den gibt man halt ab für die Info, die man kriegt. Simple sneakt sich jetzt in den CT-Spawn rein. Die Ts sollten ihn nicht unbedingt hören. Ah, Forrest! Da ist er wieder! Der war echt, der war nicht da. Der war nicht auf Overpass. Der hat sich verirrt. Der ist in der Stadt irgendwie einkaufen gegangen. Aber jetzt ist er da. Edward natürlich mit dem Double. Macht es zum 1 gegen 3 mit Simple zusammen. Und Forrest muss... ja, was muss er? Er muss alle killen. Sonst geht da nichts mehr. Und naja. Er legt sich lieber kurz an die Seite hin. Chillt ein bisschen, während die CTs die Bombe defusen. Na, wie mit der zweiten Runde. Es ging hoch her zeitweise. Also Forrest mit den zwei One-Beats. Er ist ein bisschen mehr, hat ein bisschen mehr Geld rausgesaugt aus Navi. Aber drei Leute am Leben zu halten ist auf jeden Fall okay, weil, naja, du weißt ja, es sind fünf Leute, du willst immer auf der CT-Seite ungefähr mehr als die Hälfte am Leben halten, damit immer nur zwei Leute kaufen müssen, wieder komplett neu. Somit haben drei Leute immer ein kleines bisschen Polster noch. Und je mehr Runden du eben mit drei Leuten überlebst, desto mehr Geld kannst du ansparen. Wenn du anfängst, drei Leute zu verlieren, verlierst du auf der CT-Seite notgedrungen irgendwie Geld. Von dem her wirst du immer wieder so ein bisschen zurückgesetzt. Natürlich baust du über die Runden hinweg immer noch Geld auf, aber nicht so viel wie andersrum. So. Forrest mit der AK. Und das ist eben so NIP. Ganz interessante Eco-Entscheidungen, die sie da treffen. Diesmal ist es auf jeden Fall verständlicher, weil sie auf der T-Seite sind. Also einerseits ist es einfacher für sie zu kaufen, andererseits ist es schwerer für die CTs zu kaufen. Und Navi hat nur zwei Leute auf A. Die sind zu dritt auf B. Mitte ist gedeckt von Cs, aber eher passiv. Also da wären NIP, egal wo sie hingehen, Tür und Angel offen gestanden. Tür und Tor, besser gesagt. Angel, ach, egal. Also die CTs richtig unter Druck. Jetzt kommt Gerard mit der Deagle. Der hatte sogar noch Support mit Freiburg. Also der Kill war safe. Safer geht's nicht. Oh, Freiburg, schöner Kill gegen Guardian. 5 gegen 3 und jetzt Navi am Rotieren. Ah, die rotieren in der Luft gerade. Sie können nicht mehr wirklich rudern. Sie kommen nicht mehr ins Wasser, weil die Ts einfach schon zu viel Kontrolle haben. Jetzt Getright an A lang. Der kann die auf jeden Fall wenigstens spotten und die Lane. Und Navi sieht schon, okay, nee. Der deutsche Caster hatte definitiv recht, als er gesagt hat, da wird nichts mehr passieren. Und da passiert auch nichts mehr. Navi will eben wieder drei Leute am Leben halten. Damit können, also Flamey kann sicher droppen. Ja, Seast auch. Kann man auch was droppen. Und dann können Guardian und Edward nachkaufen. Halt, es wird nicht der stärkste Buy, das ist definitiv klar. Aber das erwartet man jetzt auch nicht bei Navi. Man will jetzt irgendwie halt seine EQ noch treiben. Irgendwie will man nicht untergehen. Man weiß genau, was Navi, was NIP passiert ist auf Overpass, auf der ersten Map. Also, schauen wir mal. Weil, KS Kings, das wäre dann 2.5 Men. Da bin ich extra weggegangen davon, ne? Das mit den, die Hälfte von 5. Die Hälfte von 5 am Leben. Boah. Lesen und reden. Edward, schöner Kill. Ist schon wieder geflasht. Ich glaube, er ist der König der Blinden. Oder vielleicht ist er auch nur einäugig. Wenn ihr das gerade checkt. Shoutout. Freiburg, schöner Spray gegen Guardian. Der hat zwar nur eine Scout, aber das kann immer noch gefährlich sein. Jetzt Maikelele ist auch schon auf dem Posten. Schöner Kill von Maikelele. Auch wenn das eigentlich hätte da noch ein Assist rausspringen sollen. Meiner Meinung nach. Aber ich glaube, der Rest des Damage war nicht von Freiburg, sondern schon von einem anderen Teammate gemacht. Nehmen wir, schauen wir mal. Simple. Mit dem Peak gegen Tour. So, schöner Kill gegen Maikelele. Jetzt Freiburg unter Druck von zwei Seiten. Aber schön gehandelt. Perfekt gemacht von Freiburg. So wie ich ihn flame, so lobe ich ihn auch. Ich bin einfach cool. Sorry.
Wenn du halt nichts sagen kannst, dann ist das immer noch das Beste, was du sagen kannst. Flamey alleine gegen 3. Und Forrest kann natürlich gehen, ja, der kann reingehen, aber das dann vielleicht ein kleines bisschen zu weit. Ah, oh, Freiberg war da nicht auf dem Posten. Er hätte auch gleich reinspringen können, versuchen den Refrag. Aber jetzt lässt der Flamey erstmal weggehen. Gute Entscheidung von Freiberg. Muss aufpassen. Schön. Schön, Freiberg. So geht das. So geht das. Ja, manchmal muss man seinem... Also, bitte, nicht ernst nehmen. Aber manchmal muss man einfach eine Nackenschelle verteilen an seine Teammates. Und dann merkt man, ah ja, der lebt ja doch noch. Der ist zwar blass, aber er atmet. Und dann kann er auch CS spielen, solange das geht. So, und Freiberg hat definitiv sich sozusagen übertragen, selbst genackenschellt in der ersten Halbzeit von Overpass, weil so eine Performance darf man nicht abliefern in einem Skill-Level wie das. Und jetzt weiß er, was gefragt ist von ihm. Ah, da ist er schon wieder. Ich kann gar nicht mal aufhören, von ihm zu reden. Ah, schon wieder einer. 5-2 jetzt. Simple mit dem Jump. Oh, warte. Bei mir war der irgendwie drauf. Aber das ist auch sowas, das sagt jeder AWP-Spieler oder jeder Scout-Spieler oder... Jeder Scope-Spieler in jedem Spiel. Ah, der war drauf. Der war definitiv drauf. Simple. Die Ein-Mann-Armee auf B. Das reimt sich auch noch. Alles, was sich reimt, ist gut. Wisst ihr selber. Get right. Kommt zum Loch. Da ist vorbei. Mit der Übeltäterei. 3-2. Boah, die Reime sind on point. 3-4 NIP. Und jetzt haben sie natürlich ein bisschen Geldpolster auch aufgebaut. 6k auf Freiberg. 8 auf Exist. Der zwar nichts macht, aber solange er nichts macht, kriegt er Geld. Und solange er nicht stirbt, ist das okay. Von dem her, Navi, langsam drückt's von unten. Langsam geht ihnen die Düse. Ich meine, das 2 ist so eine 50-50-Map. Da kann man natürlich so oder so auf jeder Seite gute Performances abliefern. Geht ja viel darum... Wie man seine Eco, wie man so. Also, ich finde halt, das 2 schaut immer so extrem simpel aus, vom Map-Aufbau und die Linien sind klar verteilt. Ja, man weiß genau, wo man auf wen trifft und wann das passieren kann. Anders wie bei anderen Maps, wo es ein bisschen chaotischer zugehen kann. Oh, schön. Ah, get right. Wow, da. Da hat er irgendwann nur noch gesprayt und hat gehofft, dass die letzten 2 Kugeln treffen, aber das ging natürlich nicht. Ja, jetzt 2-4. Ich dachte, Forrest könnte vielleicht noch was drehen von kurz, aber das 2-4 sollte auf jeden Fall von... Oh, oh, Freiberg! Da ist er wieder! Siehst mit dem Backstep gegen Michael Lilly. Jetzt die Bombe down auf kurz. Short, kurz. Alles egal. Karte ist auch kurz aufgepoppt. Perfekt. Freiberg also jetzt auf dem Weg. Das wird richtig schwer. Er hat zwar noch 40 Sekunden auf der Uhr. Er hat auch noch einen Molotow. Also er könnte sie sozusagen unwissentlich, sagen wir jetzt mal, wenn er jetzt den Molo da hinschmeißen würde, könnte er Seast daran hindern, weiter zurückzufallen, weil Flamey steht hier, um einerseits zu decken, andererseits ist Flamey sofort da, weil Seast muss nur droppen. Das machen sie jetzt genauso gleich. Wartet, wartet. Come on. Na, nein, Seast wird ihn killen. Oh, Freiberg! Oh, der war so nice! Der war so nice! Oh, jetzt kommt Seast aber noch hinterher. Oh, ja! Freiberg! 4! Flamey alleine, 21, die Bombe kriegt er noch runter und jetzt kommt der Molotow! Oh, ja! Freiberg! Krasser Schimann, oh Mann, Freiberg! Was machst du mit mir, Junge? Ich dachte, das ist geritzt, ja. Ach du heilige Scheibenkleister, boah. Alter. Boah. Nee, das gibt's einfach nicht. Also ich bin physikalisch außer Atem, geistig, schon längst irgendwo über den Bergen. Oh. Und Freiberg ist geistig voll da, also da er kann man nicht sein, wenn es eine Steigerung von da gibt. Freiberg ist sie. Krass, krass, krass. Aber jetzt simpel am Klicker. Naja, wird erstmal ordentlich gedrückt von Forrest. Das schaut immer nice aus, wenn dann nur noch der Blutfleck an der Wand kleben bleibt. Wie bei einer Schnake oder Mücke. Stechmücke. Eieiei. Krasser Schmarrn, ey. Was der macht. Jetzt kann er erstmal ein bisschen sich erholen. Auch ist auch wichtig nach so einem Ace, dass man mal runterkommt. Ja. First Kill sein. Gar nicht so schlecht dann in so einer Situation. Adrenalin, dann den Moment nochmal Revue passieren lassen und jetzt wieder rein ins Spiel. Jetzt hat er 10k mittlerweile angespart.
Navi natürlich nur noch am Struggeln. Da geht gar nichts mehr. Jetzt natürlich nach den Safe-Runden der Bye. Und... aber seht ihr, null. Ja. Banker angerufen. Brauche Dispo, Mann. Brauche Dispo. Alter, Gehalt heute nicht gekommen, fragt Mipu. Passiert. Und ich brauche Dispo, aber geht nicht, Jungs. Bei null ist Schluss. Navi schon im 5 gegen 3. Und schaut mal die... eine der interessanteren Posis auf A. Solange Guardian kurz hat, ist das noch okay für Simple. Boah, die könnten das echt noch halten. Schau mal. Oh, du denkst immer so, nein, er drückt nicht mehr ab und plötzlich. Boah, nice Takes durch die Ecke. Jetzt kommt der Mollo. Simple natürlich allein. Oh, schöner Kill. Er weiß, Freiburg ist noch da. Freiburg unterbricht, aber geht down. Simple. Woo. Forest und Get Right It's. Jetzt kriegen wir wieder sowas. Oh, schau mal. Guardian. Guardian und Co. sind so abgelenkt. Oh, Get Right mit dem Lurk. Jetzt weiß er, dass Simple da steht. Er holt ihn raus, damit sein Teammate gegebenenfalls auch noch helfen kann. Richtig nice so ein Get Right gemacht. Oh, wow. Krass. Boy, das ist halt geiles CS. Das kann man sich anschauen und dann kann man halt auch mal... Da ist es halt einfach nice. Und ich weiß, mein deutscher erster Solo-Cast... aber ich hätte es mir eigentlich nicht besser vorstellen können. Also so ein Niveau auf so ein Level ist richtig nice. Okay. Ja, und jetzt natürlich Cruise Control bei NIP. Die wissen, was die CTs für Geld haben und was sie nicht für Geld haben. Ah, Guardian setzt keine Tags hier von unten. Da wird man auch nichts mehr machen können. Also die Hoffnung war natürlich, dass Guardian hier ein paar Tags in die Mitte setzen kann und dann die Deagles oder die 5-7 oder die P250 für die Leute, die es ganz genau nehmen. Dass die Pistes dann eben die Kills machen. Aber passiert nicht. NIP ist auch... Balls on the table. Hammer gleich nebendran. Sagen, wenn ihr schnell genug seid und den Hammer aufheben könnt, dann habt ihr es verdient. Aber NIP mit dem Encounter, jeder war in der Mitte, die CTs halt auch. Es war einfach so, ja, wir kriegen die Kills schon. Und NIP richtig confident. Flamey, okay. Autoscore. Kann man machen, muss man nicht. Will man vielleicht manchmal auch gar nicht. Aber müssen wir jetzt damit leben. Schauen wir mal, was er damit so reißt. Im Moment braucht Navi halt wirklich jede Runde, die es gibt. Also, naja, vielleicht nicht jeder, aber sie sollten auf jeden Fall noch fünf, na, vier. Ah, Flamey, nur einer, oh Gott. Nimm das Geld, verbrenn es, es hilft mehr. War natürlich auch schwer für ihn zu defenden, da. Hätte er vielleicht noch ein bisschen mehr Support gebraucht von Seast, aber Equipment ist natürlich auch keins da bei Navi. Also da muss man halt auch sagen, schade, kann man nicht viel anders machen. Aber es ist noch ein 3 gegen 3, es ist noch nicht vorbei. Oh, schon wieder so ein Reim. Siehst, hält die Big Box in B. Die wissen, da ist einer drin, der hat halt natürlich den Kill gemacht an den letzten in den Tunnel. Also die wissen genau, Siehst ist alleine, solange wir Kontrolle über Mitte haben, und das ist eben Forest gerade. Solange das... Oh, Simple geht noch down. Siehst aber gegen Freiburg. Die Ts müssen sich jetzt langsam überlegen, ob sie nicht wieder rotieren wollen. Und das passiert. Forest und Get Right gehen rüber. Oh, Siehst! Oh, so sneaky. Forest down, aber die Bombe ist zum Glück bei Get Right. Deswegen wird NIP auf jeden Fall den Plan kriegen. Get Right ist so ein bisschen Fahrer, dass er da noch gepusht werden könnte von Siehst. Aber Get Right mit dem Spray gegen Siehst. Er kann nicht hin, um zu teabaggen, also wird einfach nochmal ein bisschen reingeschossen. Nice von Get Right. Nice, nochmal gerettet. Die Runde war eigentlich eh von Anfang an in NIPs Händen. Aber Siehst hat da nochmal gut Arbeit geleistet auf B. Simple. Nee, doch. Simple hat da gute Arbeit geleistet. Nee, das war Siehst. Ach, ist ja auch wurscht. Einer von den beiden halt. Ihr wisst es selber besser. Ihr habt gerade noch zugeschaut. Ich mach die Augen immer zu, wenn so eine Execute kommt. Da kommt der Flow besser. Ich höre einfach nur noch, wer wen killt. Er sah irgendwie aus wie Aim Punch, war aber kein Aim Punch, war irgendwie ziemlich krass verdaddelt.
Aber da bin ich mir dann auch nicht mehr sicher. Hätte Seast. Ja, stimmt, es muss Seast gewesen sein. Er hat die Autosniper gepickt. Also er muss derjenige in B gewesen sein. Hätte Seast den Fight vielleicht gewonnen mit einer anderen Waffe? Das ist die Frage. Und die andere Frage ist, wie Nico Place gerade schon so schön sagt: Wo ist Guardian? Ja. Und was mit dem Hyping bei Navi? Der ist weg. Also, jetzt natürlich veränderte allerdings, na, weiß schon, eine veränderte Ausgangslage für Navi. Vielen Dank für die Hilfe. Außerdem, wenn wir zurückschauen auf Overpass, genau das hat Navi gegen NIP gemacht. Ich calle rigged, bin mir aber noch nicht ganz sicher. Nee, Navi braucht irgendwie ein Timeout oder so. Die müssen echt runterkommen, gerade. Genau das gleiche, was ich über NIP gesagt habe, geht jetzt auch für Navi. Also keine Sorge. Alle Freiburg-Fans und NIP-Fans, jetzt kriegt Navi gleich richtig dekassiert von mir. Und zwar gleich. Ich will erst mal sehen, was... Edward macht da nichts. Also, schauen wir aufs Scoreboard. 2 und 3. Flamey und Guardian. Ja, genau. Ja, genau. Das ist genau das Forest- und Freiburg-Ding. Ein Spieler Carry, der andere richtig wichtig, dass die Spiele über die Ziellinie kriegen. Und beide sind nirgendwo zu sehen. Nicht nur, dass Guardian gerade so disconnected war, aber weil er so aggro war, sondern auch halt einfach killmäßig unterirdisch unterwegs. Ist man von denen nicht gewohnt. Und deswegen ist es ja so schlimm. Ja, Simple ist noch am Start. Ja, Simple! Ja, und einer alleine kann es halt manchmal drehen, aber er muss in der richtigen Position sein. Exist, muss aufpassen. Flamey kommt gleich rein. Nice von Flamey. Da habe ich ihn mal ein bisschen geflamed und kommt dann natürlich gleich und zeigt mir, wie es geht. Maike Lele. Weiß, Simple ist irgendwo auf lang. Oh, nice Shot. War nicht mal in den Kopf. Hä? Alter, da schaut nur der Kopf raus. Wie kann der nur nicht in den Kopf gehen? Oder hat sich Game gesagt, mein Kopf sitzt auch auf den Schultern. Der hat gar keinen Hals. Ah, Flamey kommt rein und Navi gewinnt die Runde dank Simple und dem Triple Kill. Mann, oh Mann. Das ist genau das, was sie gemacht haben und wollten und tun sollten. Also, krass. Ja, jetzt schauen wir mal. Natürlich Loser Bonus Reset. NIP mehr als genug Geld, ja? Die können das easy leisten, können auch 2-3 Mal fast noch kaufen. Und ja, es war wahrscheinlich nur GoTV Lag, sonst hätten wir hier schon längst eine Pause. Ja, da hat niemand was gesagt. Also kannst du davon ausgehen, dass die Profis in so einer Runde was sagen dann. So. Easy geholt. Braucht gar kein Dev-Kit. Sei so gut und mach's ohne. Also das reimt sich zwar nicht direkt. Sei so gut, kauf dir einen Hut. Frag mich nicht, was das... Also Hut statt Diffuser, damit man besser ausschaut, wenn man dann gewonnen hat. Also, mal wieder zurück zum Play-by-Play. Wurde ja vorher noch kritisiert. Zu Recht, meiner Meinung nach. Ein bisschen mehr Einstand hier, aber sie. Also, das ist auch risky. Hat natürlich auch Support mit Flamey. Und das ist halt... Also, wenn du halt Double Kill in B so kriegst, wie Navi gerade, das ist ein Geschenk für die Ukrainer gerade. Ist aber noch nicht ganz vorbei. Also, NLP plant hier nochmal auf A zu splitten. Nur Freiburg über lang, ich weiß nicht. Vielleicht stellen sie Makelele jetzt erstmal ab mit der Awe in die Pit, aber Edward ist natürlich da und das wird jetzt nochmal... Das ist der Keyfrag! Ja, Michael ist einfach da. Und jetzt kommt... Get right. Guardian gegen Michael. Oh, Guardian. Tach, das ist einfach unfair. Das ist unfair. Kann man so jemanden... Also ich glaube, dass Valve, als gesehen hat, JW und Kenny S sind zu krass, haben sie halt die Arme genervt, weil sie sich gedacht haben, das können unsere Matchmaking Silver 5, Silver Elite, übrigens bin ich Silver Elite. Das können die nicht im Matchmaking machen. Die denken sich, die sind super scheiße und hören auf, das Spiel zu spielen. Also nerven wir die Arme. Und jetzt haben sie aber jemanden wie Guardian, der spielt wie eine Sentry. Der steht da, der dreht sich links und rechts und überall fallen die Leute um. Wie soll Valve das bitte nerven? Das geht nicht. Also Guardian ist einfach unnerfbar.
Sie ist immer noch auf B unterwegs mit seiner Aave und NLP hat das auf dem Radar. Die wollen jetzt aktiv dagegen vorgehen. Schaut mir aus wie ein B-Split, ehrlich gesagt. Also ist jetzt nicht wirklich krass. Also ich habe auch keine Glaskugel hier. Aber das ist halt einfach so ein klassischer B-Split-Aufbau. Vielleicht rotieren sie nochmal rüber. Aber sie haben natürlich die guten Push. Und sie erwarten auch einen Push bei, von den CTs. Michael Lele war so... Oh! Lass! Krass! Krass! Guardian ist einfach so insane! Jetzt get right gegen Seized. Bombe ist klar, kann planten. Michael sehr vorsichtig von NLP, muss ich mal sagen, dass sie da noch kurz gewartet haben, dass der Smoke fadet. Aber Exist gegen Edward hinter der Smoke. Simple ist da, ein bisschen delayed. Kriegt den Refrag. 2 gegen 2. Sie haben noch 2 Flashes, aber Michael hat noch eine Smoke. Also, die wurde gerade erst gegen die Door geschmissen. Also, Guardian jetzt mit der Smoke. Oh, oh, oh. Nicer Gegenpush von Get Right. Das ist halt wieder mal krasse Map-Awareness von ihm. Und Michael überlebt da hinten. Unmöglich von Guardian. Sollte eigentlich unmöglich sein, aber er macht es mit dem Rifle erstmal, den ersten. Get Right ist da. Schaut. Oh, nice von Get Right. Den verliert er nicht. Schön von NIP, gleich wieder zurückgekommen, nur 2 Runden in Folge verloren. Und das Geld für Navi reicht für sowas wie den Buy. Ist halt jetzt die Frage. Ja, Rainbow Roar, das ist die Idee. Ich schlag das Valve gleich mal vor. Und Navi geht sogar wieder auf die Doppel. Doppel. Haben sie die gesaved? Nee. Hab jetzt gerade den Chat gelesen, hast nicht gesehen, aber mein Gott. Warum braucht man 2 Aves? Weil, wenn Guardian seine verliert, dann kann er die andere nehmen. Das ist, glaube ich, der Sinn dahinter. Nee, sie ist halt auch gute Arbeit gemacht. Aber Guardian einfach auch dieser First Pick da wieder. So krass risky. Aber, weißt du, der hat halt, er ist sozusagen der Krampus. Er hat so einen dicken mittlerweile. Da kommst du nicht dagegen an. Jetzt natürlich müssen wir aufpassen. Ja, Guardian lernt da seine Lektion gegen Michael. Muss aufpassen. Michael ist gerade richtig scharf. Simple close am Door. Weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Er kann natürlich reingeflasht werden von Flamey, falls da was kommt. Aber das Timing ist viel zu wichtig für Simple. Jetzt hat ihn niemand mehr auf dem Schirm so richtig. Exist und Co. gehen hoch. Oh, Simple. Ah, das Timing ist nicht ganz da. Aber er spielt es safe erstmal. Blamey versucht noch ein bisschen abzulenken, dass die Ts denken, dass Simple gar nicht so close ist, weil sie gerade erst gesehen haben, dass jemand reingesprayt hat. Nip mit langen Kontrollen. Die CTs haben schon die Idee. Simple kommt von hinten. Exist mit dem Headshot. Schön gemacht von den Ts. Guardian ist low, aber er bleibt hinter den Flammen. Wurde nicht gesehen von Get Right. Nice Trade von Michael. Macht es 3 gegen 3. Klar, Exist pusht weiter. Der Ingame Leader. Er macht wieder die große Chance klar für NIP. Jetzt das 10 zu 4. Sie ist alleine. Keine Armor. Und Exist mit dem Triple. Nice gemacht von ihm. Ninjas in Pyjamas mit dem 10 zu 4. Und die letzte Runde der Halbzeit in der zweiten Map in einem Doubleheader. Zweimal eine Map. Und Navi muss natürlich kaufen, was geht, aber da geht nicht viel. Seit dass sich was dreht. Oh, schöner Tag von Michael. Kann nicht nur Guardian, diesen Schuss. Oh oh. Oh, oh. Ja, das war hier wenigstens einer. War auch eher so ein Selbstmordkommando von Seas da. Mal rein, mal schauen, was geht. Info sammeln. T's ein bisschen ärgern. Wenn man Glück hat, kommt man raus. Wenn man Pech hat, kriegt man gar keinen Kill. Herzliche Mischung. Passt. Simple jetzt an Alang gegen Get Right. Will aber nicht gekillt werden gerade. Die CTs wissen auf jeden Fall Bescheid. Wenn jetzt noch einer down geht, dann wird NLP den Push vorbereiten. Und NLP weiß, okay, die Zeit ist jetzt nicht mehr... Also... Wir haben mehr als genug, aber wir sollten langsam mal anfangen, uns vorzubereiten auf die Vorbereitung des Pushes. Das gibt aber Navi sehr viel Map-Control. Und Freiburg hat gerade seine Position mit einer richtig großen Flagge erstmal Bescheid gegeben. Hey Jungs, ich bin hier im Tunnel und da ist Edward. Nice abgeholt. Easy. Flamey. Ja, 5-7. Nice. 20 Schuss. Reicht nicht ganz. Michael Lele mit dem Trade, mit der Tech 9 und er war wirklich derjenige, der die Runde eigentlich erst möglich gehalten hat. Oh, so gut gespielt von Michael jetzt, dass er auch außen abcheckt, nur um nochmal auf sicher zu gehen. Aber Edward, er sitzt im Tunnel,
Michael mit der Abwehr. Nice Attack von Edward und kontrolliert den Fight. Michael hat, glaube ich, gar nicht mal geschossen oder es wurde irgendwie. Oh oh. Finden Sie die Bombe. Ja. Da wären sie ja richtige Bots, wenn sie das nicht checken können. Hey, Dude, was ist denn das rote Lämpchen da auf der Kiste? Keine Ahnung, auf der Kiste ist kein rotes Lämpchen. Doch, ich schwör, da ist eins. Ja. Oh, das ist die Bombe. Ja, nee. Passiert nur in Silver Matchmaking. Mir würde das passieren. Ist wahrscheinlich. Also. Jetzt muss natürlich die Piste gewonnen werden. Von Navi mit den 5 Runden kann man arbeiten. Ja, muss man. Muss man jetzt auch für Navi mitarbeiten. Aber ohne die Piste sehe ich halt schwarz. Ich denke, das ist auch keine Überraschung, dass ich das jetzt so sage. Deswegen schauen wir uns doch mal ein paar interessante Graphen an, ja? Ah! Ah! Schein. Wir sind ja bei der ESEA. Da gibt es keine Halbzeitgrafen. Ja, Spandau Inferno-Fan. Ich bin Silber, ich stehe dazu. Ja, Mikey Lele ist gerade mehr oder weniger Ersatz für Pit. Wie lange das dauern wird, ist die Frage. Ja, Xlich. Das Recht sollte jeder Pro. Ich finde das halt lächerlich, wenn man da Geld kriegt. Das ist genauso wie. Wisst ihr noch, als Gomez drüber geschossen hat aus einem halben Meter entfernt? Also, ich meine, der Ball war praktisch im Tor und Gomez schafft ihn raus, übers Tor zu schießen. Und wenn man halt Millionen kriegt, dann sollte man sowas schon haben. Meine Meinung. Kann man jetzt sagen, was man will. Aber. So. Ein bisschen hier. Ja, Brokkoli. Ich caste normalerweise in Englisch. Das hat sich aber aufgrund der Veränderung in der Szene und auch dem einen oder anderen mysteriösen Vorfall in anderen Gefilden vielleicht etwas geändert. Also man muss halt schauen, wie es jetzt weitergeht mit der Tier-2-Szene vor allem. Ihr wisst ja selber, CSGO-Lounge ist RIP und damit ist natürlich viel Geld, das auch in die Turniere, die ich eben gecastet habe, geflossen ist, ist damit halt auch mehr oder weniger weg. Jetzt muss man erstmal beobachten, wie das weitergeht in der Tier-2-Szene, ja. Also ich habe schon von Turnieren gehört, die abgesagt worden sind, obwohl sie schon geplant waren. Dann ist natürlich die andere Frage, wie viele Tier-2-Teams können sich das dann noch leisten? Sowas wie, sag ich mal, MK, ja, Mortal Kombat, XE-Frag, die kriegen Geld, ja, die haben ganz normale Salary, die kriegen Gehalt, aber halt nur, weil sie in solchen Turnieren mitspielen, wo es halt 10.000 gibt. Sagen wir mal so, 10.000 für so eine Liga, so eine normale, ja, wo man Spirit und die Konsorten so, ja, AGG und sowas. Jetzt haben die immer eine Chance auf $10.000 und die sind meistens relativ gut oder knapp zumindest hingekommen und geben ihren Sponsoren eben Exposure. Und wir hatten, ja, vor einem Dreivierteljahr war das easy noch 10.000 Zuschauer. Das ist natürlich dann eh schon gedroppt, weil immer mehr Turniere aufgepoppt sind. Und dementsprechend wurden schon immer weniger Zuschauer. Aber jetzt kam nochmal der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und zwar, dass CSGO-Lounge jetzt auch noch weg ist. Und jetzt gibt es halt statt, sag ich jetzt mal so durchschnittlich, gab es noch so 2.000 bis 5.000 Zuschauer in diesen Turnieren. Jetzt gibt es halt noch 500. Und dann ist halt die Frage, ob dann solche Turniere sich noch rentieren. Und deswegen, ah, schade, sehr bei ihm. Außerdem, wisst ihr selber, Muxo ist gegangen. Der will lieber studieren, der Bot. Ja, viel Glück dabei auf jeden Fall. Und natürlich richtig dicke Homies, wir beiden Bayern in Berlin hatten da unseren Spaß mit dem Bier hier. Aber ja, Muxo ist eben gegangen und deswegen ist er natürlich, ihr wisst selber, er hat viel auf YouTube gemacht. Ich habe auch so was Ähnliches auf Englisch auf YouTube gemacht und deswegen bietet sich's halt gerade an. Deswegen probieren wir das jetzt mal und wenn es bei euch gut ankommt, warum nicht, ja? Wenn es bei euch nicht gut ankommt, machen wir es trotzdem. Wir sind wie die ESL. Nein, natürlich nicht. Ich bin nicht Pansy, ja? Wenn ihr mich nicht mögt, dann caste ich wieder auf Englisch. Ha, da werde ich nämlich auch nicht gemocht. Ist ja dann egal. Ah. Selbstironie und Selbstsarkasmus, sorry, ja, sind meine Steckenpferde. Ich habe 2.
So, Pissed Around ist endlich live, also alle wieder wach werden und alle wieder den Tab wechseln. Bitte zurückkommen. 10 zu 5, wenn NIP die Pistole holt, ist Navi richtig, richtig schlecht dran. So, Michael, oh, da muss er aufpassen. Wird auch gleich gepusht von dem Tunnel. Und da deckt ihn nur sein Teammate. Das ist, das ist Get Right. Hier ist die 1. Da ist Get Right. Kriegt aber auch nur einen. Also Navi, schöne Trades in den Tunneln. Sie haben auch mega viel Damage an Exist gemacht. 3 gegen 2,5. Also 2.5 Man bei NIP. Freiburg in CT Spawn. Also er kann eigentlich den Spot nicht wirklich effektiv verteidigen. Vor allem hat er kein Armor und nur 2 Flashes. Von dem er... Ja, vielleicht kriegt er noch einen Header. Ja! Was? Was ist denn da los? Der hat doch... Da wieder ein GoTV-Lag der Verwirrung. Plus 10 auf jeden Fall. Das sah aus, als wäre die Animation schon längst vorbei. Und dann kommt der Headshot rein. Also, naja, Freiburg wird auf jeden Fall happy sein. Oh, sieh's, Batman! Down. 1 gegen 2 jetzt. Simple alleine. Aber das kann er auf jeden Fall noch holen. Er hat den Range-Vorteil gegen Forrest. Freiburg ist schon getaggt. Oh, mach das mal, Alter! Das ist so krass, was Simple bringt hier teilweise, auch mit der Diegel. Jetzt kommt er ins Zittern, jetzt kommt er nervös. Freiburg weiß, er hat nur noch einen Schuss. Er muss es jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Er flasht sich gut rein. Oh, Simple angeflasht. Kriegt aber den 4K in der Pistol Round im 2 gegen 1 Clutch. Was noch? Bomb Plant hat er auch gemacht. Und alles mögliche andere. Also 6 zu 10. Navi, zurück, sage ich jetzt mal. Weil... NIP erstmal nicht so viel Kohle. Aber ihr wisst, CSGO, die zweite Runde ist nicht wirklich so einseitig, wie sie in den anderen Editions war. Ja, wir haben definitiv ein bisschen GoTV Packet Loss oder so, weil da manchmal die Schüsse nicht richtig gezeigt werden. Manchmal werden sie zu spät gezeigt oder zu früh. Also nicht wundern, wenn jetzt da plötzlich jemand mit der Scout einen Kill kriegt und die den Schuss nicht hören oder sehen. Das GoTV. Und dann... Ja, Mariustus. Muxo geht's gut, auf jeden Fall. Ich bin in Kontakt und... Ja, der genießt gerade noch kurz so ein bisschen Entspannung, bevor es dann losgeht mit dem Ernst des Studierens. So ernst. Aber nee, auf jeden Fall geht's ihm gut. Von dem her. Werdet euch auf dem Laufenden halten, auf jeden Fall. Flamey holt jetzt erstmal Freiburg. Das war die Scout. Eigentlich eine der drei gefährlicheren Waffen. Forest, nice. Ist erstmal Zeit zu flüchten. Muss natürlich seine Position ein bisschen ändern, sonst wird es zu easy für die T's. Get Right könnte auch einen guten Lurk jetzt hinlegen, aber er weiß nicht. Hat dieser Kill von Forrest jetzt eine Rotation getriggert? Nee, hat's nicht. Die sind richtig spitz drauf, dass sie ihm reinrennen. Und Forrest sagt danke. Da! Was? Wie kann das sein? Warum schaut da keiner hin? Der hat doch gerade den Kill von da geholt. Mein Gott. Seas und Guardian jetzt sind 2 gegen 2 dank Seas. Oh, der. Oh, wo werde ich jetzt gerade angeschossen? Ah, da ist er. Seas hinter den Toren, 2 gegen 2. Ah, schaut mal das HP an. Hä, Guardian, Guardian! Ja, der war gerade noch im Loch. Gut. Kann er nichts machen eigentlich. Muss NIP gewinnen jetzt. 9 Sekunden, 8 Sekunden. Oh, nochmal perfekt gemacht. Nochmal aufeinander gewartet. NIP wieder krass. Und wie ich gesagt habe. Schauen wir erstmal, wie die zweite Runde passiert, ja? Wie die so abläuft. Und genau deswegen habe ich es gesagt. Guter Start von Navi und dann stark nachgelassen. Muss ich sagen, da darfst du halt nicht 3 Leute an Forrest verlieren von da. Warum? Das ist genauso wie... Als hätten die jetzt gerade getauscht. Und wir schauen jetzt Overpass auf einer anderen Map und mit getauschten Teams. Also nicht ganz so Overpass. Aber erster Frag, beziehungsweise Refrag, Simple mit noch einem. Warum kauft ihr überhaupt Waffen, frage ich mich. Der ist doch so gut mit der Diegel. Jetzt, Forrest, nächster. Ja, Simple hat den Kopf nicht geschafft. Aber Guardian ist da mit der Scout. Jetzt wird's Zeit, mal lang nachzupushen, Jungs. Ihr wisst natürlich jetzt, der Bombspot selber ist clean. Die wissen, die CTs ziehen sich langsam zurück. Die kriegen Angst. Und jetzt müssen sie crossen. Die haben halt keine Smoke mehr. Oh, das ist auch wieder Feuer. Edward, schön. Oh,
Den zweiten hätte ich niemals erwartet. Den ersten so, ja, vielleicht, aber der zweite, der war richtig krass. Jetzt wird die Bombe geplantet und Guardian ist da mit der Scout. Und Navi zeigt, was in ihn steckt. Und zeigt, wie man NIP so richtig rappt. Rap Game on Point. NIP mit dem Save. Dieser Bonus nach dieser Runde natürlich ein bisschen höher bei 2-4, aber sie gehen auf den Force-Buy. Die wollen natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Equipment haben. Und sie wissen, das Geld auf der T-Seite ist jetzt auch nicht so pralle. Also wenn Getright jetzt ein paar nasty Kills kriegt, um das mal auf Englisch zu sagen, will euch ja auch educaten. Oh, um gleich nochmal ein englisches Wort zu benutzen. Und Freiburg mit dem ersten Kill richtig wichtig, um ein bisschen Druck abzulassen. Nicht im Sinne von Aggression, sondern eher von seinen Teammates. Statistics, Reimbuch, immer on point, neben der Maus. Ach, get right, schade gegen Simple. Hat nicht so krass viel Damage gemacht, aber hey, UMP gegen AK. Wenn er die AK verliert und dann auch noch Simple, dann ist was falsch gelaufen. Exist geht kurz erstmal ein bisschen abpieken. Irgendwas muss NIP halt kontrollieren. Die können jetzt nicht erwarten, die Runde noch zu gewinnen, wenn sie keine Kontrolle haben. Und ja, Exist weiß, okay, kurz ist safe. Wir können uns erstmal auf lang konzentrieren. Jetzt kommt Michael Lele und Exist. Michael sieht auch nicht auf lang. Jetzt läuft er voll in die Flash. Das war richtig unglücklich. Aber er kriegt noch einen Kill. Krass, und Freiburg wird hochgeboostet. NIP hat definitiv eine Chance, die Runde zu gewinnen. Das ist noch nicht um. Flamey und Edward machen das aber möglich. 3 gegen 1. Exist wird gespottet und Flamey ist da. Boah. Aber echt. Erschöpfender Cast heute. Krass. 8 zu 11. Da hat eine NIP natürlich ein bisschen reingelangt. Hier in der dritten Runde. War aber auch gut gespielt von Navi. Kann man jetzt keinen Vorwurf machen. Ja, ich kann jetzt halt nicht wirklich. Ja, wenn ihr wollt, dann machen wir das schnell. Wartet mal. Hier. Kurz was nachschauen. Während Navi auch kurz mal was nachschauen geht in B. Ganz easy. Niemand da. Klopf, klopf. Eh alle schon tot. Michael rennt auch davon. Freiburg könnte vielleicht werden. Ja, das ist definitiv der Fall. Michael alleine. Da haben wir hier. Ey, ich habe vorhin aber einen Local Record gemacht. Ich fand das nicht so laut. Weiß nicht, vielleicht bin ich schon ein bisschen. Also ich mach's jetzt echt leise, leise, ja. Sekunde. Ich muss kurz das Overlay wechseln, ja, ist klar. Overlay wechseln. Ja, Mist. Schauen wir erstmal Guardian zu, wie er Leute durchs Tor killt. Passiert nicht. Schade. Ja, jetzt, ich mach's in der nächsten Runde. Okay, sorry, Jungs. Das ist so ein bisschen kompliziert, wenn man das Overlay noch wechseln muss, damit man dann die Konsole aufmacht. Und dann weiß ich jetzt gerade nicht den Wert meines aktuellen. Also, ich weiß halt die aktuelle Lautstärke gerade nicht. Deswegen hätte ich da erstmal nachschauen müssen in der Konsole und das dann eintippen. Das dauert natürlich und ich will nicht, dass ihr was verpasst. So. Jetzt. NIP. Mit einem guten Kauf, aber halt nicht ganz so gut. Also. Das ist so Netto-Qualität gerade. Nichts gegen Netto. Ich hoffe, die hören gerade nicht zu, sonst sind die mega mad. Aber die wollen jetzt natürlich Rewe-Quali. Mal schauen, wie schwer Navi ihn das jetzt macht. Freiburg ist lang in der Pit. Er hat Support mit Michael. Die Ts wissen genau, was abgeht. Ja? Wenn du da einen drin siehst, weißt du genau, wo die Awe steht. Dann weißt du genau, wo der andere steht. Und dann hast du eigentlich die ganze Deckung. Aber sie rennt trotzdem rein. Warum wird denn da nicht gesmoked? Nichts gemacht. Oh, Michael Lele. Ja, weiter. Weiter. Jetzt komm um die Ecke. No Scope noch. 360. Nein. Ja? Von wem? Nice Team Flash, hat erstmal verzögert. Exist kommt jetzt rein. Gemacht 1 gegen 3, Guardian ganz alleine. Und jetzt mit 20 Sekunden auf der Uhr. Es würde sich schon lohnen, wenn man die AWP jetzt safe bei Guardian. Vor allem kriegen seine Teammates ganz gut Kohle. Also die haben schon ganz gut Kohle. Und wenn er jetzt drauf geht, müssen die droppen. Und dann wird es eben gefährlich mit dem Kauf. Deswegen gute Entscheidung von Guardian. NLP ist jetzt auch nicht erpicht, ihre Waffen wegzuschmeißen, wie ihr seht. Ah, gerade hatten sie noch 0. So, jetzt nicht vergessen. Sound.
Ja. Ja. Ja, genau. So. Sorry. Ja, ja. So, jetzt sollte es leiser sein. Und Overlay auch wieder gewechselt. Ja? Manche Caster vergessen das manchmal. Oh, manche Caster vergessen auch, dass sie ihren Schlüssel nicht dabei haben und ihr Handy. Oh, was war denn das? Manche CS-Spieler vergessen zu kaufen. Machen es dann doch. Irgendwie hat da jemand das Memo nicht gelesen. Also, wenn die Hälfte des Teams gekauft hat und die anderen schon wegrennen und dann doch noch kaufen, war anscheinend nicht ganz klar, dass da jetzt gekauft wird. Obwohl, also, ihr seht es ja selber. Oder war das wieder ein GoTV-Lag? Ich glaube eher, dass ein GoTV-Lag, weil Navi ist selten so verstreut. Das wäre eher so ein Hellraiser-Base-Ding gewesen. Ja, wie man da in Mitte. Also, die Ts sammeln langsam, aber sicher mehr Kontrolle, mehr Information. Jetzt muss man schauen, was Edward dann vorhat. Er muss irgendwann die Bombe noch mitnehmen. Aber alleine lang anzuspielen ist halt mega risky, deswegen wird da wahrscheinlich noch jemand dazukommen. Und das ist anscheinend Flamey. Oder wollen sie A lang... Also, ich bin ja echt... Navi lässt mich da noch im Dunkeln. Jetzt könnten sie natürlich auch noch Mitte bauen. Aber wenn Edward hier stehen bleibt... Also ich meine, sie könnten auch über die Tunnel gehen, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Also, Edward zusammen mit Flamey gegen einen sehr offen stehenden Freiburg. Die Deckung bei NIP ist ähnlich wie davor, aber diesmal haben sie keinen auf kurz. Also Michael muss das jetzt alleine handeln. Und wenn Freiburg down geht, muss Michael eben zwei Positionen handeln. Das ist unmöglich. Und Seast ist in der Mitte. Der ist einfach nur da, um den B-Defender zu halten. Passiert aber nicht. Also Flamey muss den Refrag ziehen. Freiburg war so low. Nice work. Michael Lele kommt für den Puls, aber Flamey. Nice. Nice von Flamey. Jetzt simpel. Forest. Alle kommen rein. 2 gegen 2 und wieder so eine Runde, die eigentlich relativ einseitig aussehen müsste und dann doch nicht. Der Leute meint 2. Guardian wird gespottet. Er weiß auch, wo der andere kommt. Ach, aber Guardian lässt sich auch nicht zweimal bitten, wenn Getright noch offen steht. 12 zu 10. Navi jetzt. Eine verloren, eine gewonnen. Die CTs in der gleichen Situation wie vorhin. Sie würden 1200 kriegen nach dem nächsten Loss. 1900. Habe ich 1900 gesagt? Ich glaube schon. Also, sie wollen aber nicht... Ja, das... ja, das ist halt so dieser Semi-Buy mit ein paar Deals, bisschen Damage machen. Und alle kaufen so aufs gleiche Niveau, damit man eben gleich viel sparen muss. Mit dem 1,9 Loser-Bonus hast du dann so 2... Weniger als 2, also das... Was sag ich? 4. Also 3 irgendwas. Da kann man schon ein bisschen forcen, aber die Frage ist, sollten sie in dieser Situation noch forcen, weil sie sind halt vorne. 12 zu 10 ist jetzt nicht mehr so krass, aber ja, schauen wir mal, was sie machen. Ich glaube, sie würden forcen, weil auf Overpass haben sie auch geforst, wo ich mir hätte niemals erträumen können. Und jetzt könnte ich es mir erträumen. Vielleicht müssen sie nicht mal forcen, schaut euch das an! Michael Lele! Eidadei! Wie simple himself! Triple für Michael! Edward alleine, er hat die MAC-10. Von allen Spielern hat er die MAC-10. Ja. Und dann Exist noch im Weglaufen. Ein Fadeaway Backside Double Deke One-Shot. Ja, so heißt das jetzt. 13 zu 10, NIP muss nicht forcen, weil die gewinnen die Runde. Und wenn man sowas machen kann, ja klar. Also unter 4000 wäre halt, ja, wie ihr es bei Getright zum Beispiel seht, so eine UMP gewesen mit einem bisschen Equipment und Armor. Aber so natürlich richtig schön dabei. Private and Exist mit der Nade. Also guter Start für NIP. Die Schweden langsam immer, also sie haben jetzt natürlich ein paar Runden gestruggelt, aber jetzt kommen sie wieder zurück. Und das ist halt so, diese Hit Magic. Das ist halt, ja, wenn du die wieder zurücklässt, dann bist du selber schuld. Aber das war halt mega krass geschossen von Michael. Da kann man auch nichts gegen Navi sagen. Bis die checken, dass der genau da steht und das kommunizieren, sind sie alle tot. Weil er braucht nur einen Schuss. Der erste sieht ihn, denkt sich, oh scheiße, ich bin tot. Dann kommt vielleicht noch der Call, aber da ist der zweite auch schon tot. Und der Call kommt dann erst, wenn der dritte auch um die Ecke kommt. Und der ist ja dann auch schon tot. Also, kann man nichts machen. Ist halt echt, ist halt nice. Die Deal ist halt einfach geil. Da kann man nichts sagen.
Kann man nichts sagen. So, Michael kriegt wieder eine Chance, ein bisschen noch besser auszuschauen. Also irgendwann ist dann aber auch genug. Ja, er spielt die Pose auch nicht ganz so default. Also er spielt ja schon ein bisschen anders, aber jetzt wird er zurückgedrängt. Hat seine Teammates aber da. Schaut euch das an. Freiburg mit dem Double. Und Michael auch mit zwei. Also A lang oder A allgemein. Würde ich einfach mal wegbleiben. So. Jetzt Timeout oder was? Jetzt Timeout. Hätte ich vielleicht früher genommen, aber Navi weiß, die sind auch T-stark, ja. Wenn du jemanden wie Starix hast, der für dich callt, da geballte 10 Jahre, mehr als 10 Jahre. Also ich meine, Starix, Edward und Zeus sind 2008 auf ihrem, oder 2008 bis 2010 auf ihrem Peak gewesen. Also ich meine jetzt nicht, dass sie jetzt schlechter sind als vorher, aber so der CS-Olymp war Navi mit. Also nicht nur, man muss ja immer ganz vorsichtig sein, was man sagt, ja, weil sonst fühlt sich sofort der MTW-Fan angegriffen oder der Fnatic-Fan oder der SK-Fan. Ich meine nur, die waren halt eben eins der Top 5 Teams für eine sehr lange Periode. Wenn man sich dann vorstellt, dass Starix called, der halt easy mehr als 10 Jahre Erfahrung hat in CS, dann kann man da halt, schaut euch God B an, Godlike Calls, manchmal ein bisschen zu versteift noch alt gewesen. Also ich denke vor allem bei God B hat man es gesehen, dass er vor allem am Anfang, als er angefangen hat, wieder CSGO zu spielen, dass er da noch sehr oldschool gecallt hat. Auch so Sachen wie, wir starten lieber T-Seite auf das 2, das ist halt richtig 1.6. Hat er jetzt auch angepasst, hat jetzt langsam sich auch refreshed. Aber ich meine nur, Starix als Caller auf der T-Seite, da kannst du nichts Besseres dir wünschen, sozusagen. Und deswegen weiß man wie, okay, es schaut zwar schlecht aus, aber wir haben noch eine Chance und das Timeout wird jetzt natürlich zeigen, ob sie auch das haben. Ob es reicht. Ja, Edward wird ein bisschen angeklopft da. Aber Getright will eigentlich gar nicht so nah bleiben. Die T's auf dem B-Split. Ja, und Forrest hat das schon gesehen. Forrest und Getright auch Legenden. Ja, die haben auch 10 Jahre hinter sich mehr. Also Forrest, da kommt der Spray in den Smoke. Easy, easy. Die T's mit der Bombe auf. Ah, Freiburg geht down. Aber natürlich ist da noch Michael Lehle. Und der ist so, man hat ja immer so eine Firewall und dann eine zweite dahinter. Und wenn Michael Lehle die zweite Firewall ist, der könnte auch die erste. Egal. Edward, schön mit der Tech 9, aber verliert immer mehr HP. Und natürlich hat er kein Armor. Jetzt geht Simple auch noch down im Hintergrund. Das ist Forrest mit dem Triple. Da kommt der Quad rein. Schön von Forrest. Darf man auch nicht unterschätzen, auch wenn man jetzt sagt, Exit Frags oder Anti-Eco. Du musst trotzdem noch treffen, ja? Und das waren keine Easy Frags, das waren schöne. 21 Kills bei Michael Lehle und Freiburg, seht ihr mal. Also, da ihn ein bisschen angeschrien und gesagt, hey, come on. Und schon ist er wieder on point. 24 und 21 bei Edward und Simple. Aber eben, ich vermisse Guardian. Ich vermisse Guardian. Der ist ein bisschen aufgewacht, hat er mitgeholfen. Aber in der ersten Halbzeit war das halt, das hat wirklich wehgetan bei Navi. Das hat man auch gemerkt. Da hat halt einfach ein ganz, ganz wichtiges Puzzleteil gegeben. Aber jetzt kommt Zeus und sagt, vielleicht kann ich das Loch stopfen. Stopft erstmal Forrests Gesicht mit Blei. Die Idee ist schön von Flame. Oh ja, da kommt der nächste ja auch gleich noch. Xyz mit 41 jetzt nur noch. Muss also auch langsam weg. Simple kommt nochmal mit dem unendlich langen Arm der AK. Greift ihn an den Füßen. Schön von Freiburg da. Das war so ein Exit-Frag, wo ich sagen würde, okay, ja. Muss nicht gezählt werden, kann aber. Weil dadurch kommt Michael Lehle jetzt erstmal weg. Na, wie weiß. Aber wir müssen diese Waffen jetzt kriegen. Ja, gleichzeitig wissen sie, unser eigenes Geld ist gar nicht so gut. Also, jetzt sind sie natürlich irgendwie in der Petrouille. Oh, Freiburg, krass. Mann, das darf auch nicht passieren. Das sind so Sachen, wo man halt merkt, dass Navi langsam so, auch das. Das sind Sachen, wo man merkt, die sind gerade nicht mehr bei der Sache. Da ist irgendwas verkehrt. Ja. Also, so wie wenn ein Profifußballer einen falschen Einwurf macht.
das ist halt komisch. Da jeder Mensch macht Fehler, sage ich nicht. Ja, ich bin auch nicht perfekt, auch wenn ich fast perfekt bin. aber das sind eben so Kleinigkeiten, wo man sagt, oh oh. Oder wenn er beim Tennis den Aufschlag so oft versemmelt, dann sagt man halt, ja, das darf halt nicht passieren. Es passiert aus einem gewissen Grund und das ist bei Navi gerade Stress. Die haben mega viel Stress. Die Timeout hat ihnen wohl geholfen, zumindest ein bisschen. Aber da haben sie dann eben gemerkt, oh Gott, die saven jetzt zwei Waffen. Wir haben gehofft, wir können die jetzt resetten. Und dann schnell, schnell noch. So schnell, schnell mal noch irgendwie was machen. Und dann rennt man eben zu zweit in den gleichen Spray. Und dann rennt man rein, obwohl man eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit hat. Und dann passiert sowas. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, weil sie ist. Stirbt sie mit der letzten Kugel. Aber wir wollen jetzt nicht wieder in diesen Ramble verfallen. Forrest macht auf jeden Fall gut Arbeit auf Mitte, auch wenn er keine Kills kriegt. Aber schau mal, Guardian auf 18, Seas hat 99 Damage bekommen. Ja, ich habe gerade unseren Namen verdeutscht. Und ja, wie immer, das Todeskommando, Michael Lille und Freiburg. Diesmal schnieken sie sich durch. Get right mit dem Trade auf B. Jetzt muss Get Right fallen. Da gibt's kein Wenn und Aber. Der muss down gehen sofort. Ah, schön gehandelt von ihm. Wenigstens noch den einen Kill bekommen. Simpel aber mit dem Trade. Und der Trade war so krass wichtig gerade. Ja, Mann, was macht denn Caesar in der Mitte ganz alleine? Schaut nur in eine Richtung. Ja, passiert. Aber das sind eben so Sachen. Hätte auch im Tunnel sein können schon. Natürlich die Möglichkeit für die CTs zu retaken. Die haben sogar relativ gutes Equipment dafür. Mit Flash und Mollo. Aber Guardian! Was macht der denn? Michael Lele! Ich sag, was macht der denn? Es sah so gut aus. Und dann kommt Michael mit der Double-Diegel. Mein Gott, was war das für ein Match, Jungs? Mills.